Mein Name ist Holger Stromberg. Herzlich willkommen zum 360 Grad Nutrition Webinar. Los geht's. Hallo alle da draußen, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid beim heutigen Chef Meets Champ von der BMW Brunk. Und daher begrüße ich alle ganz herzlich natürlich der BMW Drivers Club Member und natürlich auch alle anderen, die sich zugeschaltet haben. Wir freuen uns auf euch, jetzt die nächsten 90 Minuten mit euch Großartiges vollbringen und verbringen zu dürfen, ganz viele Fragen von euch beantworten zu können. Und vieles, vieles mehr. Es ist das erste Event dieser Art, aber wir werden mehrere davon haben. Das scheint Corona uns eingebrockt zu haben. Aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Es wird weiter gegessen, es wird weiter gekocht, es wird weiter free gerided und es wird auch alles andere weiter passieren. Und vielleicht ist es auch nicht nur negativ, sondern wir können Positives daraus gewinnen. Ja, ich will erstmal etwas zu mir sagen, bevor ich natürlich Sandra Lahnsteiner vorstelle oder sie sich selber vorstellt und wir uns vorstellen, sondern natürlich etwas zu meiner Person und dann natürlich auch zu den Akteuren, die heute hier noch im Bild sein werden und später dann zu allen, die vielleicht hinter den Kulissen hier daran arbeiten. Aber nochmal ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid an den Töpfen oder habt es euch mit einem Fläschchen Rotwein gemütlich gemacht, wie auch immer ihr dieses Event heute annehmt. Es wird sicher ein tolles für euch und für uns. Ja, ich bin Holger Stromberg, will euch ein bisschen was zu meinem Werdegang sagen. Ich bin wie Obelix ins Fass gefallen. Das heißt also, ich bin Spross einer Gastronomie-Dynastie. Ich bin sozusagen der in Körper gewordene Genuss. Ich liebe Genuss, das habe ich immer gemacht. Ich liebe Kochen, ich liebe Essen, ich liebe alles drumherum. Aber Essen kann eben auch krank machen. Und das habe ich natürlich sehr früh gemerkt, als ich 30 Jahre alt war, aber ganz kurz davor. Ich habe eine klassische Kochausbildung gemacht in Schwaben, bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, in Münster geboren, im Ruhrgebiet aufgewachsen, dann schnell die Schule absolviert, das war nicht so mein Ding, ich wollte rein in die Küchen, also in Schwabenland, und dann ging es weiter, einige Sternestationen, bis ich dann irgendwann mit 23 Jahren Deutschlands jüngster Sternekoch wurde. Von da aus nach München und da bin ich und da bleibe ich auch. Und von da aus ging es dann weiter sozusagen mit der Selbstständigkeit. Irgendwann in einem Restaurant, was ich zwischendurch hatte, habe ich Oliver Bierhoff kennenlernen dürfen und seine Frau. Zack, die Bums. 2, 3 Monate später war ich Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und durfte sie 10 Jahre lang begleiten. Ich habe also schon vieles, vieles, vieles hinter mir. Davon sollt ihr heute viel erfahren. Stellt mir gerne Fragen und natürlich auch im Gespräch könnt ihr darüber mehr erfahren. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was gemeinsam zubereiten. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich euch ein paar Dinge an die Hand geben, die mir heute wahnsinnig wichtig sind. Ich möchte und ich werde die Ernährung der Zukunft verändern. Ja, und das tun wir schon jeden Tag und ich möchte euch umbegeistern zu dem, was sozusagen gut für uns und gut für den Planeten ist und möchte euch versprechen, und das verspreche ich euch, der Genuss wird profitieren. Also jeder, der so denkt, ich muss die Ernährung umstellen oder ich will abnehmen oder was auch immer, es ist ja nur ein Thema von vielen, ja, sondern ich will mich einfach fitter fühlen, ich soll nicht mehr so viel Fleisch essen, der hat dann Angst, dass der Genuss zu kurz kommt. Das ist definitiv nicht so, das kann ich euch heute schon versprechen und lasst euch einfach darauf ein, seid offen, euch umbegeistern zu lassen.
Ja, was steht eigentlich dahinter, hinter der Ernährung? Es gibt immer so ein paar Dinge, die man pauschal sagen kann. Wir können heute pauschal sagen, ist 85% rein pflanzlich, davon 85% Gemüse. Das sind sozusagen Dinge, die ich jedem empfehlen kann. Die schaden nämlich niemanden, außer wenn ich in die einzelnen Gemüse gehe, hat vielleicht jemand eine Unverträglichkeit. Ansonsten ist das das Motto heute. Aber Ernährung, Nutrition hat natürlich viel, viel mehr Facetten. Alles das kann man nicht in 90 Minuten klären, aber wir werden immer wieder heute Themen rausnehmen, die sehr interessant auch für euch, eure Gesundheit, vor allen Dingen jetzt aktuell euer Immunsystem sind. Und das ist entscheidend, um sozusagen diesen aktuellen Spielverderber Corona von sich fernzuhalten. Wenn man seine Ernährung tatsächlich umstellen will, und nochmal, keine Angst, kein Genussverlust, dann ist es immer gut, wenn man sich Leitlinien unterwirft oder aufbaut, eigen kreiert. Dann ist es zweitens wichtig, dass man eine Planung dahinter stellt. Denn ihr da draußen plant ja auch jeden Urlaub, keine Ahnung, ein Drivers Club Event wird geplant. Ihr plant, euren Koffer zu packen, das Auto zu tragen, was auch immer. Ja? Und Ernährung kann man nicht mal so nebenbei machen. Denn Ernährung betrifft jeden von uns täglich mehrfach. Ja? Wie oft ihr auch immer esst, es ist ein sehr intimer, da steckt ihr euch was rein und alles, was da oben reingesteckt wird, hat eine Auswirkung. Deswegen ist es wirklich wichtig, sich mit einer Planung auseinanderzusetzen. Sprich, ihr plant euren Warenkorb, ihr schaut erstmal, was esst ihr denn so, was gibt es in den Schubfächern, was gibt es im Kühlschrank, kann ich das optimieren? Dann gibt es natürlich das Thema der Ziele, also was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Ja, und so könnt ihr euch eine Planung aufbauen, die eurem persönlichen Du auch gerecht wird. Denn sei anders du ist etwas, was ich immer wieder sage, es gibt nicht die eine Ernährung, die für alle gut ist. Es gibt pauschal ein paar Dinge, die sicher für jeden entscheidend sind, aber jeder Mensch ist anders und das muss man erstmal verstehen und daher ist es etwas sehr Persönliches. Ihr könnt und dürft mitmachen und am Ende des Tages nicht nur körperlich, geistig davon profitieren, sondern ihr habt einen Genuss, Profit davon und der Planet hat auch noch was davon. Zu diesen Themen, die da drunter fallen, das ist etwas, das hat was zu tun mit Genetik, mit bist du chronisch entzündet, hast du Entzündung, hast du Mangelzustände, hast du einen Stresslevel, der eben De-Stress, also negativer Stress, hast du dein Mikrobiom vielleicht irgendwann mal. Das heißt, das, was in unserem Darm steckt, ja, hast du es irgendwann vielleicht nicht gut ernährt oder eben auch durch Medikamenteinnahme gewisse Partien davon dezimiert oder was auch immer. Das alles trägt eben zum Immunsystem dazu. So, ihr könnt alle Fragen an mich richten heute und nicht nur an mich, sondern ich habe Sandra Lahnsteiner ja da oder beziehungsweise sie ist hier heute der Champ und ich bin der Chef. Ja, das heißt, ihr könnt auch an den Champ die Fragen stellen. Sie wird auch ein bisschen was noch über sich natürlich im Vorfeld erzählen. Und dann habe ich die Dimana da. Unsere Dimana ist auch Nutritionist. Sie ist hier, um uns noch ein paar Facts zu den einzelnen Zutaten zu sagen. Und dann habe ich den Manu. Der Manu ist sozusagen heute unser Handwerker, das, was ich in meinem Buch Essen ändert alles erkläre, also dieser Meal Prep Day, dieses Schnippeln, Schneiden, was natürlich immer davon abhält, mehr Gemüse zu essen, das wird er uns heute auch abnehmen, dass wir eure Fragen beantworten können. Bei uns ist es heute so, wir reden, wir möchten eure Fragen, wir haben Spaß, also habt den auch und vor allen Dingen, wir werden drei Gerichte zaubern. Und damit starten wir jetzt auch gleich. Nämlich die Sandra hat ihre Lieblingsbowl mitgebracht. Die geht morgens, mittags, die geht auch nachts. Ja, die ist auch echt einfach und super lecker. Die könnt ihr überall zubereiten und die hat tolle Inhaltsstoffe. Und wie das geht, das zeigen wir euch. Dann haben wir für euch Wurzelgemüse und ich fange authentischerweise damit an, dass ich das Wurzelgemüse zuerst nenne. Wir haben ofengegartes Wurzelgemüse, wir haben dazu eine Petersilienemulsion, wir haben Cashew-Parmesan, also eine pflanzliche Alternative zum Parmesan, um einfach dieses Geschmacks, diese Gaumendisco zu erzeugen. Und dazu gibt es Pute sous vide gegart und als süßen Abschluss, denn
ja, das gehört auch dazu. Zu so einem Festtag haben wir gratinierte Himbeeren, ein Signature-Dish von mir, also wirklich etwas, was ich tausende Male verkauft habe. Die Leute schwärmen, ich hoffe, ihr auch. Wir werden Himbeeren gratinieren und die Gratinmasse mit euch machen. Deswegen verlasse ich jetzt diesen Ort, springe hinter quasi die Kochinsel 1 und sage Sandra, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ja, sag was zu dir. Ja, es freut mich, dass ich in deiner Küche mit dir kochen darf. Also da bin ich schon richtig gespannt und ich hoffe, dass ganz viele mitkochen und wenn sie nicht mitkochen, sondern lieber ein Glas Wein trinken, während wir uns da bemühen und für uns selber kochen heute quasi, dass sie dann irgendwann einmal auch unsere Rezepte von heute nachkochen. Was ist Ernährung für dich als Freeriderin? Und ich meine, ich schaue auf deinen Instagram-Account oder ich schaue dann nachts die Stories an, ne? So soll man ja nicht machen vorm Schlafen gehen, aber ich bleibe dann auch noch eine Weile wach, schaue das so an und denke mir so als Freizeitlegastheniker, Wahnsinn, ne? Was die alles kann, irre. Aber was ist für dich Ernährung? Welchen Stellenwert hat Ernährung für dich? Also Ernährung hat für mich tatsächlich einen richtig großen Stellenwert. Also ich esse für mein Leben gerne und ich koche auch richtig gerne. Erst in den letzten Monaten habe ich auch angefangen, das quasi wirklich auch mit der Social-Media-Welt oder via Social-Media auch zu teilen, bedingt durch die Zeit. Ich habe immer schon gern gekocht. Es muss bei mir auf der einen Seite recht zackig gehen und auf der anderen Seite sehr nahrhaft sein, um quasi, weil ich halt doch sehr ein bisschen performanceorientiert bin, sowohl sportlich als auch dann beruflich in allem, was ich mache. Also Ernährung hat einen riesen Stellenwert. Meine Eltern werden jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich war als Kind eine Katastrophe. Ja? In Großbuchstaben weit auseinandergezogen, was das Essen betrifft. Umso mehr sind sie jetzt immer wieder erstaunt, was ich nicht alles koche, wie gern ich koche, was ich nicht alles probiere. Und dass ich so eigentlich der Leader jetzt bin in der Family, wenn es dann darum geht, neue Dinge auszuprobieren. Weil als Kind war ich ganz schlimm. Also da würdest du mich nicht in deiner Küche empfangen hätten wollen. Ich hätte nichts gegessen von dir. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Bruder und der ist auch mit Toast, Nutella und Mortadella groß geworden, stark geworden, ist auch leistungsfähig. Das ist ja das, was uns sozusagen über die Genetik und über die Eltern mitgegeben werden. Diese Energie überhaupt so zu wachsen und groß zu werden und trotzdem gesund zu sein. Aber auf der anderen Seite wirst du es ja heute wahrscheinlich oder sehr deutlich spüren, wenn du das Falsche gegessen hast. Oder? Absolut. Also gerade so, ich reise ja doch sehr viel und man merkt halt ganz, ganz bewusst, was du halt isst und wie sehr ein Lebensstil und die Ernährung im Endeffekt mich auch beeinflusst, wie gut ich schlafe, wie gut ich einschlafe ja auch, ob man durchschläft, wie man in den Tag stellt. Auf was Was isst Curry. Sandra Lahnsteiner abends, bevor sie ins Bett geht? Ja, ich esse ja grundsätzlich, also ich koche eigentlich meistens abends. So mein Frühstück, meine Frühstücksbowl, die wir jetzt dann gleich schnell machen werden. Dann gibt es bei mir untertags eigentlich meistens eher nur einen Snack. Das kann rohes Gemüse sein mit irgendeinem Hummus-Dip oder auch mal nur ein gutes Brot. Also gerade so in Österreich, also das gute, wertvolle Brot, ich liebe es, ja. Und ich koche einfach meistens am Abend und wenn ich jetzt sage, was koche ich denn wirklich gerne und facettenreich und nie gleich, dann ist es wahrscheinlich ein Curry. Also Gemüsecurry in allen Farben und Variationen mit dem saisonalen Gemüse, da schlafe ich richtig gut. Super. Also das holt dich ab, das macht dich glücklich und dann schläfst du gut, das ist auch prägnant. Aber wenn, ich habe festgestellt, auf Kohlenhydrate schläfst du wahnsinnig gut ein. Das ist ja wie mit Zucker, dieses Betthupferl, ja. Und das ist auch so, wenn ihr Kohlenhydrate esst, werdet ihr etwas müde. Ja, aber natürlich brauchen wir die Kohlenhydrate auch. Du hast gerade angesprochen, das gute Brot, das wird ja immer wieder auch wahnsinnigerweise alles verteufelt. Ja, Kohlenhydrate gehören dazu. Ich wüsste nicht, mit was wir die Menschen ernähren sollten, wenn wir die Kohlenhydrate nicht hätten. Und da sind wir gleich beim ersten, nämlich ich sehe Haferflocken. Ich liebe Haferflocken. Haferflocken ist Superfood per se. Und dann starten wir auch gleich mit deiner Bowl. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen den Manu und die gefrorenen Bananen. Deswegen haben wir ein Zuschiff. Ja. Wie machst du das mit den Bananen? Du kaufst sie ein und frierst sie ein und schneidest sie tatsächlich vorher, also ich schneide die Bananen oder breche sie einfach, ich schäle die Bananen und friere sie dann ein, teilweise auch nur so den Abend davor. Ich habe das Gefühl, dass gefrorene Bananen einfach so ein bisschen diesen cremigen Touch dann auch geben, speziell wenn wir es dann jetzt pürieren, wie wir das machen.
Ich habe auch kein Problem damit, frische Bananen einzufrieren, aber ich bin auch diejenige, die kein Problem damit hat, wenn sie an der Supermarktkasse die 50% Bananen sieht, weil die halt schon schwarze Flecken haben. Immer so, da ist jetzt nichts faul an diesen Bananen. Die sind super und das geht echt wunderbar. Also ich schäle die, schneide die rein und hole die mir am nächsten Tag in der Früh raus und sind perfekt zum Verwenden. Und man glaubt es nicht, ich habe echt das Gefühl, die gefrorene Banane erzeugt einen anderen Geschmack. Ja. Also da wollte ich auch drauf hinaus, genau das ist das Thema Food Waste. Ja, wir müssen einfach zusehen, dass wir nichts mehr wegschmeißen. Ja. Also wenn ihr Bananen habt und oft kauft man eine ganze Hand und dann isst man sie doch nicht und dann wird sie braun und brauner und brauner. Irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ihr habt überhaupt keine Zeit, ja, zieht die Schublade auf von der Gefrierfachtruhe, schmeißt das Ding rein, schmeißt die Tür wieder zu und dann geht ihr einfach los. Und irgendwann, wenn ihr euch diese Bowl machen wollt, dann holt ihr die raus, lasst die 3 Minuten antauen oder lasst sie kurz unter warmem Wasser, dann könnt ihr die schälen, schmeißt sie da rein und fertig. Und wer diese Bowl ständig nachmacht, der kauft natürlich die reduzierten Bananen, die dann hoffentlich eben nie wieder in den Müll landen, schneidet die vor und packt die in eine Tupperdose oder friert die einzeln erstmal auf dem flachen Blech ein und dann kann man die einzeln runternehmen und wie Eiswürfel rausnehmen und dazugeben. Also das ist eine super Sache, das machen wir zu Hause auch so. Was brauchen wir noch? Die Bananen. Die Bananen, okay. Aber also, du hast Haferflocken, ich sehe genau, Cashew, also, ich sehe Zimt. Genau. Also ich nehme gerne Haferflocken dazu, weil sie halt einfach so ein bisschen den Nährwert der Bowl erhöhen und ich das Gefühl habe, ich werde länger satt. Für mich ist es ja so die schnelle Frühstücksbowl, Bananen auf der Bananenbasis, gerne mit Haferflocken, auch mal ohne, je nachdem, wie ihr drauf Lust habt. Aber genau, wir fangen jetzt einfach mal mit den Haferflocken an, mit den Bananen. Ja, der Manu war noch nie der Schnellste, aber er ist willig. Ja. Also er ist jung, er ist willig. Ja, ich gebe auch super gerne Cashewkerne dazu. Mhm. Nüsse sind ja generell gut, Cashewkerne ganz speziell. Und die haben auch noch so den Effekt, dass sie das Ganze nochmal so ein bisschen einen cremigen, nussigen Touch auch geben. Also ich denke, also Cashewkerne finde ich eh, die machen auf jeder Schmierbahn total Sinn. Ja, also jetzt sind wir schon bei Sensorik. Also Haferflocken kann ich nur unterstreichen, halten super lange satt. Und jetzt sind wir da, wo ich immer wieder sage, wenn es etwas lecker sein soll, ja, dann muss die Sensorik stimmen und die Geschmacksrichtung. Wir haben hier süß und wir haben cremig und wir haben natürlich gehaltvoll. Und jetzt brauchen wir gleich die anderen Komponenten noch. Also die gefrorene Banane kommt jetzt da rein. Also wir haben jetzt 2 Bananen genommen für so eine, es reicht meistens auch so eine halbe Banane für eine Person, je nachdem wie hungrig ihr seid in der Früh. Aber ich habe auch gelernt, ich darf auch da wirklich mit den Fingern arbeiten in deiner Küche. Ich soll mich wieder heimfühlen. Ich habe geschaut, 30 Sekunden hat die geschrubbt mit Kernseife, ja, genau, so wie es sein soll. Und dann nehmen wir doch jetzt heute Mandelmilch. Ich schaue da immer ganz besonders drauf, ohne Zucker, weil gerade bei diesen ganzen Drinks kannst du meiner Meinung nach nochmal richtig viel falsch machen. Ja. Es ist absolut nicht notwendig, da jetzt eine Mandelmilch oder eine Hafermilch zu haben, die auch Zucker hat. Jetzt probieren wir das Ganze mal. So, jetzt wird es laut, Freunde. Weil, wenn ich schaffe, dein Gerät zu starten. Nicht nur ein Hochleistungssportler hier, ja, sondern Hochleistungsmixer haben wir auch noch. Ein bisschen oben stochern. Keine Angst, der hält es aus. Wir brauchen eh noch mehr. Wir haben nämlich noch was Wichtiges. Das vergessen. Jetzt nein, nicht vergessen. Das ist die ganz offizielle Reihenfolge, nämlich Spinat. Also anmixen und dann kommt erst der Spinat rein. Dann geht es nachher schneller. Das ist einfach nochmal eine Handvoll an Spinat. Nochmal an. Das ist so das gefährliche Teil da. Hat noch einen Boost, ne? Wenn du noch Boost brauchst, der hat noch mehr Power. Also jetzt, glaube ich, werden die Bananen so langsam. Hast du schön? Ja, da sind noch, ich höre noch was. Ich glaube, das. Also dein Ski würde sich wünschen, der Mixer zu sein. Also so zart, wie du mit diesem Mixer umgehst, ja,
ist der Wahnsinn. Ich will ja wiederkommen in deine Küche. Ich kann ja, in deine Geräte. Den holst du schnell. Du bringst nicht so schnell hin. Okay, so. Schauen wir mal. Sieht schon super cremig aus. Brauchen wir mal einen Löffel aus deiner Küche. Was machst du dann, wenn du morgens, also wenn du die Bowl morgens isst? Die ist ja ziemlich kalt. Das ist der einzige Nachteil, den ich an dieser Bowl finde, ist, also an diesen Art von Bowls, finde, ist, dass es ein bisschen kalt ist. Ja, aber Sandra macht wahrscheinlich morgens 200 Liegestütze auf einem Arm und dann kann man das natürlich machen. Ja, also mich das mit den 200 Liegestützen stimmt nicht. Das mit der Kälte macht mir tatsächlich meistens nichts aus, vor allem, weil ich eh einen warmen Tee oder einen Kaffee trinke. Alternative im Winter ist jetzt nicht so, dass ich das wirklich jeden Tag mache, speziell im Winter, sondern was ich halt auch super gerne mache, Basis auf Haferflockenbasis, ist einfach Porridge. Porridge. Genau, also das ist schon... Das sind so quasi meine zwei Frühstücksvarianten. Ich glaube, das ist ganz okay geworden. Ja, also wir haben mega da so unsere aus. Bowl. Also das ist der Punkt. Also wir haben die Sensorik jetzt, ist schön cremig, ja, und kalt und was Warmes dazu, wie den Tee. Und es schmeckt super. Und, was Grünes, man kann so auch, man wird den Spinat nicht mehr schmecken. Also ihr könnt es mal einen Freund fragen, der kann auch da dann Spinat essen. Kein Problem. Und der Hammer ist, für alle die so schnell Schlinger sind, also mal kurz zwischen Tür und Angel essen, das ist jetzt quasi schon ein bisschen vorgekaut, ne, durch den Mixer. Das heißt, es erschließt sich häufiger, denn das, was da im Mund passiert, kommuniziert schon mit unserem Mikrobiom, mit unserem Darm, ja, und sagt, was kommt denn da später, worauf müssen wir uns einstellen. Das ist hier schon vorgekaut quasi, ne, wie bei... Wir können jetzt ein bisschen die Luxusvariante nehmen oder machen, indem wir deinen Gasofen anschmeißen für ein paar geröstete Mandeln, die dann du vor Live-Kamera hacken darfst. Endlich darf ich was machen. Oder der Manu. Und ich kann schon mal ein bisschen anfangen, die Bowl anzurichten. Ich nehme einfach gerne ein paar Chiasamen obendrauf. Früchte. Sehr gerne Heidelbeeren, weil sie auch Antioxidantien haben, aber auch immer so, was ich auch zu Hause habe. Nimmst du die auch tiefgekühlt, oder? Nur frisch? Am liebsten frisch. Ja. Ganz klar, ich bin auch die immer schaut, so, okay, wo kommen die her? Ich meine, am liebsten, die Heidelbeersaison ist natürlich gerade in Österreich oder bei uns jetzt auch beschränkt. Mhm. Und dann greife ich im Winter durchaus mal zu Tiefkühlprodukten. Dann wird es richtig kalt, ja. Kalt auf kalt. Also, was ich auch noch gern mag, ist einfach Kokosflocken. Und dann, glaube ich, sind wir schon ganz gut an. Das schaut schon sehr gut aus. Für die uns mögen, Zimt ist ja so immer, man liebt es oder man liebt es nicht. Ich mag es total gerne. Ich glaube, das Zimt hat da echt auch diese entzündungshemmende Wirkung. Also für mich ist Zimt immer gut, aber ich glaube, es gibt so richtige Zimtgegner, deswegen natürlich nicht verpflichtend. Zimt finde ich super. Bei den Kokosflocken haben wir einfach nochmal das Thema der faserreichen Stoffe. Die sind auch wieder gut für unser Darm. Ja, also entscheidend, dass da unten auch was passiert. Da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Hitze mit den Mandeln. Ich stalte das jetzt hier mal ein bisschen runter. Aber sonst ist fertig. Die Mandeln kommen noch drauf, ist fertig, genau, oder? Fertig. Voilà. Oh. Zack, da ist mir eine Erbse aus dem Ohr gefallen. Sekunde. So. Und ich stelle das jetzt schon mal hier hin. So schaut das Ganze hier aus. Also es schaut, finde ich, super lecker aus. Also mich würdest du damit wirklich glücklich machen. Und vor allen Dingen, ich weiß, was da alles drin ist. Das heißt, man ist sehr, sehr lange satt. Man hat gleich den Kick. Ja, wir haben durch den Zimt einfach nochmal die Gewürzmöglichkeiten. Zu sagen, wir stimmen das nochmal ab. Wir haben cremig, wir haben knusprig gleich. Wir haben also die Sensorik abbedient und das nenne ich dann immer Gaumendisco. Also muss wirklich was passieren auf dem Gaumen, damit wir diese knusprige weiße Semmel, die man auch immer mal wieder essen kann, nicht zu stark vermissen. Wenn man etwas optimieren will, ist das mit Sicherheit die bessere Alternative. Ja, aber dann brauchen wir natürlich auch Spaß, muss richtig lecker schmecken, schaut super lecker aus. Wir rösten jetzt die Mandeln noch und hacken wir die da drauf und dann ist es fertig, machen ein schönes Foto, posten es für euch. So, wie schaut es bei euch zu Hause aus? Seid ihr alle gut vorbereitet? Legen wir los? Gut. Dann geht es jetzt weiter. Also wir achten beide auf die Mandeln. Wir sind beide verantwortlich dafür, weil das ist immer etwas, was ich auch empfehle. Wenn ihr Nüsse röstet, macht es am besten im Ofen. Samen, Saaten, Nüsse, 160 Grad.
20 Minuten roundabout, dann sind die schön und dann stellt der Ofen sich vielleicht von selbst aus oder piepst. Da kann nichts passieren. In der Pfanne ist es immer so, da ruft einer an, da kommt eine WhatsApp, was auch immer und es ist verbrannt. Ja. Und schau, ich bin so froh, dass ich Dinge besser kann wie du. Ja. Schau, das macht man so. Wie schaut's bei dir mit Skifahren eigentlich aus? Skifahren habe ich sehr spät gelernt. Irgendwann stand ich mal am Berg mit dem Snowboard an einem Kinderhang und dann hat sie gesagt, ja, einfach da runter. Und ich so, wie einfach da runter? Das war für mich so wie in den Tod springen. Ja, dann haben die mich alle ausgelacht. Ich habe mit 30 das erste Mal auf dem Snowboard gestanden. Und irgendwann habe ich dann Ski und ich muss sagen, mit den Ski hat mir besser gefallen. Alter Mann, ja, muss man nicht so oft aufstehen, wieder hinsetzen, abschnallen, das ist alles Käse. Und dann hatte ich einen tollen Skilehrer. Also ich habe mich angemeldet quasi beim Skikurs. Die haben aber gedacht, ich melde mein Kind an. Und am nächsten Tag hat dann jemand gerufen, hey Holger, wo ist denn der Holger? Und ich so, ja hier, ja, wo ist er denn, dein Bub? Ja, da sage ich, nein, ich bin's. Ja, das ist eine Kinderkochschule, sag ich so, Kinderskischule. Nein, nein, ich bin's. Ja, okay, dann machen wir es halt mit dir. Ja, und da war es auch so, das ist beim Pfannenschwenken, ist es einfach der Mut. Ne? Du musst halt irgendwann da reingehen, ne? Und das ist halt was anderes, du siehst und lehnst dich eigentlich zurück und dann liegst du schon auf dem Hintern. Ja, und beim Pfanne ist das genauso, nach vorne rauschen lassen, ja. Und dann nach hinten ziehen. Ja, also eigentlich andersrum, wie man es normalerweise machen würde. So, jetzt legen wir los. Ich hoffe, ihr seid da zu Hause alle gut vorbereitet. Der Manu schnippelt und schneidet jetzt das Gemüse für euch, für uns. Das haben wir ja schon vorbereitet. Und ich starte jetzt quasi mit der Putenbrust. Wir haben jetzt zwei kleinere Stücke, die wir Sous Vide garen wollen. Sous Vide heißt im Vakuum gegart. Das ist eine sehr, sehr, sehr schonende Zubereitungsart. Der Vorteil ist, ihr könnt es super gut vorbereiten und ihr könnt da eure eigene, sozusagen, euren eigenen kalten Braten, euren Aufschnitt mit produzieren. Wir haben jetzt zwei kleine Stücke gewählt, damit man das natürlich innerhalb der Show fertig kriegt, aber die Rezepte und auch in meinem Buch Essen ändert alles, findet ihr von einem Kilo ausgehend ein Rezept. Dazu bräuchtet ihr eine Vakuummaschine oder ihr kauft es schon bei eurem Metzger oder beim Erzeuger direkt vakuumiert. Die schicken in der Regel schon vakuumiert. Dann braucht ihr es nur noch quasi ins Wasser legen. Wer das nicht hat, nimmt so einen Ziplock-Beutel, so einen Zipper. Und da geht es ganz gut auch, nicht genauso, aber da geht es auch. Und man kann es dann eben sehr schonend zubereiten. Was wir aber dazu machen wollen, ist sozusagen unseren Rub. Ja, und dafür haben wir ja ins Rezept auch die Sonnenblumenkerne gegeben. Die geben wir jetzt einfach in einen kleinen Mixer. Also ihr habt vielleicht so ein Ding daheim, funktioniert, so ein Kutter. Wer noch eine Moulinette hat, perfekt. Wer einen großen Mixer hat, auch gut. Also irgendwie klein schreddern. Dazu kommen die K4 Limettenblätter. Und zwar K4 Limette. Dieser Baum hat ja keine Frucht, sondern das steckt alles in den Blättern. Und ihr kennt das, wenn ihr beim Thailänder essen geht, dann schmeckt es wahnsinnig toll, das duftet super. Ja, und es ist auch wirklich in jedem Green Smoothie, also so grüne Getränke, die Kinder nicht mögen, ja, und manche Erwachsene auch nicht, macht da K4-Limettenblätter rein, die werden es lieben. Das schmeckt wirklich gigantisch. Und dann kommt noch Curry dazu, der ist ja schon gemahlen, den kann ich später dazu geben. Und ich mahle das gerne hier in so einer Kaffeemühle. Da mahle ich übrigens alle Gewürze, alle Gewürzmischungen mache ich da drin. Und wichtig ist, dieser Rub, den könnt ihr ganz weit weiterentwickeln. Wenn ihr keine Sonnenblumenkerne nehmen wollt, nehmt da Kürbiskerne, Samen, Saaten, Sesam etc. pp. So, das ist jetzt schon klein hier. Jetzt geben wir den Curry noch dazu. Und vermischen das nur noch. Mehr noch. Ihr befolgt einfach genau der Rezeptur. Aber Rezepturen sind für Köche in der Regel unerotisch. Deswegen machen wir das natürlich irgendwann aus der Hand. Am Anfang ist es immer gut, wenn man Rezepturen folgen kann. Aber Kochen ist was ganz Individuelles. Also nicht
aufs Gramm genau, das muss nur bei einem vielleicht Soufflé so sein. Das heißt, es ist ein gutes Zeichen, wenn bei mir nie was gleich schmeckt, oder? Also ich finde es gut, aber das macht es natürlich so blöd für den Kunden. Also wenn du eine Gastronomie hast, kennst das, du fährst ja irgendwo hin, hast ein Bild im Kopf und sagst, ich will heute irgendein geschnetzeltes oder Karsspatzen oder was auch immer essen, dann müssen die ja genau so sein wie in deinem Kopf. Stimmt. Und wenn der Koch heute frei hat oder der Chef nicht da ist, schmeckt anders, ist eine Riesenenttäuschung. Ich kenne keine größere Enttäuschung als beim Essen. Also es ist wirklich phänomenal. Also ich habe jetzt hier den Rub in meine Schale gegeben. Das heißt also alles klein geschreddert, wie ein Paniermehl. Und habe jetzt hier alles vorbereitet. Das heißt, ich wende einfach meine Putenbrust da durch. Was mache ich jetzt? Ich habe hier ein sehr, sehr, sehr proteinreiches Lebensmittel. Und mir fehlt aber Fett. Und das Fett kommt jetzt von den Sonnenblumenkernen oder vom Sesam oder vom Kürbis, in dem Fall jetzt von den Sonnenblumenkernen. Auch das ist wichtig, damit uns Dinge schmecken. Also wenn ich jetzt schon nicht brate, und ich könnte natürlich die Putenbrust auch braten, ein Schnitzel, das könnt ihr auch machen, nur ich habe es einfach heute zutage gelernt, dass die Leute tolle Küchen haben, ganz viel Glanz, wenig braten wollen, weil man 10 Minuten Essenszeit hat und dann 30 Minuten putzen muss. Deswegen macht es gerne so, es funktioniert. Ihr könnt es natürlich auch braten oder in trockener Hitze schieben. Aber ich will euch das mal an die Hand geben, weil das ist wirklich eine tolle Sache. Also mischen, dann in den Beutel geben. Ich vakuumiere das jetzt. Ich habe hier ein Kammervakuumiergerät. Das bietet sich total gut an. Und ich sage euch auch, damit kann man sogar Plastik sparen. Weil ich ganz viele Dinge zu Hause, Sandra geht dir vielleicht auch so, ich mag halt Marmelade zum Beispiel mit wenig Zucker, also ganz wenig Zucker. Und dann kann ich jedes Schraubglas, was ich hatte, alles, was einen Twist-Off-Deckel hatte, immer wieder da reinlegen und vakuumieren. So, also das läuft. Die Nüsse sind du kannst gerne die Nüsse noch auf dein Müsli. Kannst du mir die Bowl nochmal geben? Perfekt. So. Und hier gebe ich das jetzt in den Zipper rein, gerne noch ein bisschen Gewürze dazu. Es riecht auch schon gut. Ich habe kein Salz reingegeben, ihr könnt Salz reingeben. Salz zieht aber Wasser und Salz kann ich immer dazu geben und in den Gewürzen, in dem auch Sesam, da ist genug Geschmack enthalten. So, also einfach in den Zipper geben. Und jetzt gebe ich das hier in den Topf, also wer nicht so ein schönes Glas hat, der gibt es hier in so einen Topf rein, ja, und klemmt es so fest. Ich hole euch das nochmal mehr ins Bild. So, da könnt ihr das sehen. Und wenn das an der Oberfläche noch schwimmt, gebt ihr einfach hier irgendwas Leichtes drauf, was beschwert ist. Und dann müsst ihr natürlich die Temperatur, hier könnt ihr auch da dranhängen, ja, ein Thermometer, legt es da rein. Und könnt das Grad? Genau kontrollieren. Was nimmst du da für Temperatur? Ich nehme 71 Grad. Warum? Und ich hänge das jetzt auch hier drüben mit rein, weil wir den Topf nämlich jetzt für unsere Himbeeren brauchen später. Ich hänge das hier mit ein. Und hier seht ihr nochmal ganz genau, 71 Grad habe ich hier eingegeben. 71 Grad, weil ab 70 Grad würden quasi ungeliebte Gäste sterben. Ja, deswegen sollte man Geflügel immer durchgaren, 71 Grad, mindestens 5 Minuten. Ja, und daher klemme ich das jetzt hier an und meine vakuumierte Brust, die geht hier einfach ins Wasserbad. Wir haben das hier einfach schön dargestellt in einem Glas. Ihr könnt das zu Hause in den Topf geben und dann auf die Seite ziehen und ab und zu mit eurem Temperaturfühler kontrollieren. Kann das zu lange drin sein dann? Nein, das ist der Vorteil bei diesem, das ist eine super Frage, das ist der Vorteil bei dem Ganzen. Du kannst es nicht übergaren. Es wird einfach irgendwann immer weicher, ja, aber es wird niemals trocken. Ja. 71 Grad ist schon ziemlich viel, ne? Bei anderen Produkten geht man runter. In der gehobenen Küche macht man dann Fleisch auf 50 Grad.
Ja, aber wir wollen natürlich auch hier sagen, wenn wir was übrig haben, also ich mache das zum Beispiel zu Hause mit einem großen Stück oder so, dann gibt es halt gleich am selben Abend den Braten und dann wird es wieder vakuumiert oder portioniert und eingefroren. Und wenn ich dann einen Salat machen will oder eine Bowl und brauche ein paar Geflügelwürfel oder so, dann sind die fertig. Ja? Und das spart mir natürlich den ganzen Prozess. Das ist Meal Prep, vorbereitet ins Glück und daher immer gleich mehr Dinge auf einmal machen. So, ich stelle das Müsli hier nochmal rein. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, die ist auch dann zum Essen eigentlich, weil damit die Banane nicht zu flüssig wird. Genau. Jetzt gehe ich, jetzt sind wir beim Wurzelgemüse. Wir brauchen ja Wurzelgemüse dazu. Und stelle euch gleich den Manu hier nochmal im Bild vor. Der Manu ist also ganz fleißig schon und nimmt quasi jetzt sich die Wurzelgemüse zur Brust. Jetzt aktuell eben die Süßkartoffel und schneidet die in etwa Walnuss, große Haselnuss bis Walnuss große Stücke. Die werden wir dann im Ofen garen. Die Mana, was können wir noch über Putenbrust sagen? Also was können wir über Protein generell sagen? Wir hatten es gerade davon. Was kannst du uns noch dazu beitragen? Wie du schon gesagt hast, Holger, also Putenbrust, das ist richtig mager. Drin gibt es, sagen wir mal, nur 1 Gramm Fett und 24 Gramm Protein. Was bedeutet das, wenn ich sage 24 Gramm? Also durchschnittlich ein 65 Kilogramm schwerer Mensch braucht um die 50 bis 60 Gramm Protein am Tag. Und 24 Gramm, das ist genau das Hälfte. Also 100 Gramm Putenbrust wird mir das Hälfte, meinen Proteintagesbedarf decken. Aber ich kann das ja auch durch pflanzliche Lebensmittel schaffen. Und sogar mit 120 Gramm Tofu zum Beispiel oder 200 Gramm Kichererbsen oder ein halbes Kilo Brokkoli. Also roh werde ich die nicht essen, deswegen also gekocht passt absolut. Oder Dinkelvollkornnudeln, da gibt es ja auch sehr viel Protein. Oder 1 Kilo Tomaten, ja auch. Also 1 Kilo Tomaten hat quasi denselben Proteingehalt wie 100 Gramm Putenbrust. Absolut. 1 Kilo Tomaten liefert genauso viel Protein wie 100 Gramm Putenbrust. So, vielen Dank dafür. Das ist wieder etwas, wo ich sage, genau das ist der Punkt. Ja. Aktuell sind alle auf dem Proteintrip, ja, weil sie denken, sie wären nur damit schön und schlank und gesund. Proteine haben wir ausreichend in unserer Ernährung, wenn wir uns pflanzlich ernähren. Die Mana hat gerade gesagt, 120 Gramm Tofu, dasselbe wie 100 Gramm Putenbrust. Oder eben dieses Glas voll Haferflocken, das hat, glaube ich, die Sandra schon in ihrer Bowl morgens. Das würde uns genau dieselbe Proteingehalt liefern. Oder eben dieses Glas voller Hülsenfrüchte, in dem Fall Kichererbsen. Also so eine Menge ist easy. Also lasst euch nicht verrückt machen. Esst, wenn, tierische Lebensmittel oder auch tierische Proteine, weil ihr sie genießt. Aber macht euch nichts vor, ihr braucht sie nicht. Nicht, um euer Proteingehalt zu decken, das ist völlig überbewertet, sondern ihr findet in richtig guten pflanzlichen Lebensmitteln, findet ihr genügend dieser Proteine. Der Manu schneidet das jetzt schon. Auch das kann ich immer wieder nur sagen, ist eben dieses Thema Meal Prep. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitest, Sandra, zu Hause. Ist es so, dass du schon irgendwas auch fertig hast? Oder weil du auch vorhin gesagt hast, das muss bei dir immer schnell gehen. Also ist es so eine Sache, du startest immer bei Null oder gibt es irgendwas, was du fertig hast? Also ich fertig im Sinne von fertig schon geschnitten, so wie du sagst. Also wenn ich jetzt gerade dabei bin, auch gerade so Thema Süßkartoffel oder Brokkoli, also das ist so eines meiner Lieblingsgemüse. Wenn ich da schon dabei bin und 2 Köpfe zerlege, aber nur einen brauche oder eineinhalb, dann ist es natürlich perfekt, weil dann nehme ich den halt den übernächsten Tag auch nochmal. Was ich meistens auch ready habe, sind Kichererbsen. Ich weiche die ja selber ein und dann koche ich die halt. Also ich mag halt, ich bin halt so ein absoluter Dosenallergiker, wenn es um solche Sachen geht. Also ich weiche die selber ein und dann habe ich halt am nächsten Tag was davon und dann übernächsten Tag auch nochmal. Also Kichererbsen, Bohnen, all die Geschichten, die halt so ein bisschen mehr Vorbereitung brauchen. Und das habe ich eigentlich immer irgendwie ready. Weil die kannst halt warm nochmal entweder in die Pfanne schmeißen und ein bisschen Chili dazu und Gemüse oder kalt über den Salat. Und ich habe halt dann das Gefühl, ich habe mehr. Genau wie du jetzt gerade sagst, du hast ja dann da noch ein bisschen mehr Protein, es hat ein bisschen mehr als nur ein Salat und die Geschichten, die liebe ich halt. Also einmal wäre meine Frage so, warum grundsätzlich was gegen Dose? Nein, nicht grundsätzlich Gefühl was gegen oder? Dose. Ich glaube einfach, okay. Ich glaube, ja, es ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Gefühl und wenn ich es mir halt selber über Nacht
vorbereiten kann, dann weiß ich nicht, warum ich die Kichererbsen im Glas kaufen soll. Ja, absolut. Das, also, das hat natürlich einen nachhaltigen Vorteil. Ne? Also wenn du Wasser in der Dose mit transportierst, hat es einen Impact auf unsere Umwelt. Deswegen ist es natürlich super klasse. Aber wenn man eben keine Lust hat, die selber zu kochen, kann man natürlich auch eine Dose nehmen. Und daraus, was machst du, was ist so, was isst du dann, was dein, oder was so dein Hauptding, wann isst du? Ist es ganz unterschiedlich? Ja, also Routine, das ist ein großes Fragezeichen in meinem Leben. Ich glaube, kein einziger Tag ist gleich. Natürlich fange ich in der Früh mit Frühstück an und eben eine Frühstücksbowl, ein Porridge oder auch mal ein gutes Brot, wie gesagt. Wirklich kochen tue ich am Abend und unter Tag halt dann mal gerne einen Snack. Wie gesagt, also Gemüse, Salat, Kichererbsen drauf. Wie lange stehst du dann in der Küche? Das kann auch mal ganz schön lang dauern. Also jetzt gerade so in der Zeit, ja, ich habe sogar meine eigenen Nudeln gemacht, meine eigenen Lasagneblätter, alles an einem Abend, eigene Lasagneblätter, eigene Lasagnesauce. Die war halt dann erst um 9:30 fertig. Also Spätessen scheint doch nicht so ungesund zu sein. Wir sehen das hier am lebenden Beispiel. Ich esse auch gern nachts, wisst ihr warum? Weil da totale Ruhe ist. Aber wir haben zwei Fragen im Chat. Und die Frage ist an dich, wann hast du angefangen Ski zu fahren oder hast du immer Ski gefahren? Also quasi nachdem du, oder konntest du schon Ski fahren, bevor du laufen konntest? Quasi, nee. Also ich war 2 Jahre und 2 Monate, als mich mein Papa auf die ersten Plastikski gestellt hat. Damals noch so mitten, so ähnlich wie bei den Rollerskates. Da gibt es wirklich Fotos, wo ich 2 Jahre war, 2 Jahre, 2 Monate. Und ja, ich bin quasi immer Ski gefahren. Skifahren war so immer mein Leben. Natürlich, klar, als Österreicherin, fast im Local Skiclub, Tore, Rot, Blau, waren so der Start. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, die Skilehrerausbildungen zu machen. Und irgendwann kam dann immer mehr die Liebe zum Tiefschnee. Und da bin ich jetzt hängen geblieben. Das ist auch so die natürlichste Art für mich, jetzt Ski zu fahren. Also ich quasi Beruf, einer meiner Berufe, die ich mache, ist quasi, ich kriege fürs Tiefschneefahren bezahlt. Also ich bin Freeriderin. Tiefschneefahren, ja, ich denke immer nur an Lawinen, also jetzt bin ich eh schon so ein Schisser auf der Piste, also mit mir brauchst du da, also mich brauchst du nicht einladen, ich kann leider nicht kommen, die Angst ist zu groß. Moment, also du lädst mich in deine Küche ein, ich komme und ich sage, du gehst mit mir Skifahren, du kommst nicht. Ja doch, auf so einem Ganserlhang, da gehen wir dann schon, also so eine Kinderskipiste, da gehe ich mit. Ja, aber Tiefschneefahren, also ich finde Tiefschneefahren beim Zuschauen finde ich Wahnsinn. Ja, ich liebe das, mir anzuschauen, wirklich, deswegen kann ich das auch verstehen, dass du Filmproduzentin bist und all diese Bewegtbilder auch machst, weil es ist einfach mega erhaben zu sehen, aber ich würde es mich nicht trauen, ehrlich. Ja, es ist schon, also natürlich ist es diese große Herausforderung, gerade so mit Berge und Natur, und man muss schon sehr demütig auch da in die Berge gehen, also das ist ganz klar. Also ich habe, da gab es nämlich noch eine Frage, ob ich das schon immer gemacht habe. Ja, wie gesagt, ich bin wie Obelix ins Fass gefallen, also in eine Gastronomie-Dynastie. Und ich konnte tatsächlich, glaube ich, kochen als allererstes. Also wenn andere mit Fußbällen gespielt haben oder elektrischen Eisenbahnen, war ich in der Küche und habe mit Aufschnittmaschinen und Fleischwölfen gespielt. Das war so meine Welt. Ich fand auch dieses ganze Milieu Gastronomie super. Jetzt zurück, Manu, ganz kurz. Du hast jetzt quasi das Wurzelgemüse mit etwas Olivenöl benetzt. Genau, mit Rapsöl habe ich benetzt. Mit Rapsöl benetzt. Jawohl. Und Prise Salz. Prise Salz, gar nicht mehr. Also ich habe es geschält. Man kann es auch ungeschält in den Ofen stecken. Wir haben es jetzt geschält. Wenn man es ganz gut wäscht, kann man es gerne mit Schale reinstecken. Wir haben es auch schon im Ofen. Ja, also ich bin ein bisschen schnell wahrscheinlich für zu Hause. Ich hoffe, ihr kommt da alle auch gut mit. Wir haben es jetzt schon im Ofen. Wir stecken es auch ungefähr nur 20 Minuten rein und dann halt, schauen wir es uns mal an und dann, je nachdem, stecken wir es dann nochmal 5 Minuten mit rein oder je nachdem, wie wir es haben wollen auch. Ja. Aber es soll ja schon ein bisschen Röstaroma nehmen, also geht zu Hause ruhig mit der Hitze hoch, wenn ihr wisst, euer Ofen ist nicht mehr so leistungsfähig. Ja. Und vor allen Dingen das Schöne ist, dadurch, dass jetzt diese Umlufthitze ist, das Wasser verdunstet, es entstehen Röstaromen außen. Dieses Gemüse ist Wahnsinn, schmeckt echt irre gut. Und wenn du uns, Manu, noch brauchst, irgendwie für die Petersilienemulsion, ne? Sandra ist voll der Star am Mixer, ja. Können wir das machen. Ich starte jetzt der Weimar. Ich hoffe, ihr kommt zu Hause alle mit. Also nochmal, Putenbrust hängt drin. Machen wir uns keine Sorgen, ihr zu Hause schaut zu auf die Temperatur. Das Ofengemüse habt ihr mit Öl benetzt, eine Prise Salz, einmal durchgemengt, flaches Blech in den Ofen auf Umlufthitze.
einfach schön garen. Was hat die Regie gesagt? Oh ja. Jawohl. Ja. So, und wir haben, also jetzt die Hauptdinge haben wir schon gemacht und ihr seht, wir haben keinen Schweiß auf der Stirn, wir reden, das macht sich von selber. Natürlich ist das Schneiden der Gemüse schon eine Arbeit, deswegen sage ich immer Meal Prep. Macht von diesem Wurzelgemüse gleich viel mehr. Ja, also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eh schon Karotten schneidet, schält etc., könnt ihr gleich Karottensalat machen für den nächsten Tag. Ihr könnt euch aus den Süßkartoffeln einen Teil noch einen Süßkartoffelgratin machen, Püree, was auch immer. Schneidet immer gleich mehr und das, was ihr dann eben in Würfel schneidet, dann macht ihr zum Wurzelgemüse und auch wenn da ihr mehr macht, könnt ihr es anschließend quasi in der Küche ausgekühlt in eine Tupperdose geben und im Kühlschrank locker 4, 5, 6 Tage aufheben, ja, und dann immer wieder erwärmen oder kalt einfach in eine Bowl geben oder in einen Salat streuen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und wie gesagt, das Gemüse soll im Laufe der Zeit im Ofen leicht bräunlich werden. Das ist dann schon gedicht, da braucht man nicht mal etwas Separates dazu. Sandra, was machst du? Petersilie? Ich schneide jetzt mal die Petersilie so ein bisschen vor für unsere Petersilienpesto. Petersilienpesto machen wir heute quasi ohne Parmesan. Wir nehmen also machen ein Petersilienöl quasi. Ja, aber Petersilie ist eben wichtig. Die Mana, was gibt es zur Petersilie? Haben wir was zur Petersilie auf Lager? Im Petersilie, da gibt es einen Stoff, das heißt Apiol. Und Apiol ist sehr, sehr nett zu unserem Darm. Und das wirkt entgegen Krämpfe. Noch dazu würde ich sagen, drin gibt es ja auch sehr viel Vitamin C und Eisen, die in Kombination sehr stark sind. Warum? Weil Eisen kann ich praktisch gar nicht absorbieren und verwerten ohne Vitamin C. Und Eisen ist sehr wichtig dass, für den Sauerstofftransport in unseren Zellen. Das heißt, ohne Eisen kann ich praktisch nicht denken. Und, das, und dafür brauche ich ja auch Vitamin C. Also in Petersilie finden wir eine super Kombination, Vitamin C und Eisen stark zusammen. Also wenn du mich einlädst zum Tiefschneewärmen, brauche ich definitiv einen ganzen Lastzug voller Petersilie, um meine Krämpfe zu lösen. Ja, und, ja, und Vitamin. Wenn du jetzt gesagt hättest, so eine ganze Schüssel voll oder so, hätte ich gesagt, okay, Challenge accepted. Beim Lastzug von Petersilie. Ich krieg's nicht runter, so viel genau. Krämpfe, wie ich hätte. Okay, also du pürierst es und ich starte jetzt. Ich hoffe, ihr seid zu Hause gut in time und ihr habt seid vielleicht schon so weit wie wir. Gemüse ist im Ofen, Petersilie wird jetzt gemixt und der Manu sagt uns noch schnell was zum Cashew-Parmesan und mischt das schnell zusammen, bevor wir uns quasi an die Vorbereitung zum Dessert machen. Genau, also Cashew-Parmesan auch im Food-Processor, wenn ihr einen daheim habt. Wenn nicht, dann auch gerne mit der Hand hacken. Ich habe es auch schon zusammengemixt, ich halte es mal hier in die Kamera am besten. Letztendlich ist es wie im Rezept, es sind 100 Gramm Cashewkerne, könnt es auch ein bisschen mit Gefühl machen, ja. Wir haben Hefeflocken und ein bisschen Salz und das macht eigentlich unseren Cashew-Parmesan aus. Die Hefeflocken kann vielleicht die Dimana, ich schwenke gleich mal auf die Dimana zurück, die Hefeflocken haben nur einen sehr, diesen Parmesan-Geschmack kriegen wir durch diese Hefeflocken, deswegen sagen wir auch Cashew-Parmesan dazu und genau, wir befüllen unseren Food Processor und geben den einfach nur einen kleinen Zip und dann ja, ist auch ready to go, ja? So, auch gar nicht zu lange, also wir wollen schon noch ein bisschen Struktur haben. Und genau so ist er perfekt. Und deswegen auch, wenn jemand keinen Food Processor zu Hause hat, kann er gerne auch mit der Hand hacken. Bisschen mehr Arbeit, aber macht auch Spaß. Ja? Super. Vielen Dank. Ich mache jetzt einmal kurz auf Lager. Ja, du siehst das, im Lager.
Das sieht super aus. Ja, das darf auch ein bisschen Struktur haben. Wer keine Struktur mag, der braucht einen Hochleistungsmixer und der macht das dann wirklich richtig super cremig. Das ist wie ein Püree. Aber ich mag immer ein bisschen Struktur, weil diese kleinen Tausenden von Synapsen, die wir haben im Mund, die müssen auch irgendwie befriedigt werden. Da muss was los sein. Ja, nur gerade Piste ist auch langweilig wahrscheinlich. Brauchen wir ab und zu ein bisschen Buckel. Und so ist es beim Essen auch. Dann gibt es Fragen an dich ohne Ende. Oh. Ja, isst du Süßigkeiten, Himmelswillen? Gute Frage. Ich habe tatsächlich vor, wir waren ja im April immer in Alaska. Und meine neuseeländische Frisky-Kollegin, die Janina Kusma, war immer schon zuckerfrei und hat uns quasi in Alaska irgendwann dazu gebracht, einfach gar keinen Zucker zu essen. Die war sogar so, dass sie auf der Kokosmilch geschaut hat, gelesen hat, keinen Burger gegessen hat. Und das war damals so meine Motivation, mal zu starten, wie ich es denn ohne Zucker schaffe. Wie das, weil ich war so einfach, ich habe nie viel Süßes gegessen, aber halt so diese Regelmäßigkeit mal nach dem Essen, dort ein Stückel. Und ich habe es tatsächlich einfach mal, glaube ich, am Anfang 3 Monate durchgezogen und plötzlich war das Thema Zucker in meinem Mund ein ganz anderes Erlebnis. Und ich esse Süßigkeiten, ich habe aber von einer klassischen Nachspeise oder von einem, es reizt mich so viel weniger jetzt eigentlich mittlerweile seit über 5 Jahren. Ich kann keine normale Alpenmilchschokolade essen, sondern ich bin halt der dunkelste Schokoladentyp-Fan. Und ja, ich esse schon mal gerne ein Dessert, aber ich bin jetzt nicht die danach drängt. Oder ich esse dann halt lieber Käse untertags, also wie Kekse oder so. Also ich bin dann eher so der Snack mit Früchten und Käse. Da tue ich mir schwerer Nein zu sagen, als wie beim Stück Kuchen. Das ist halt so. Also nee, ich esse relativ wenig Süßes. Also zusammengefasst, Mars, Snickers nicht, sondern eher diese Süße, die man sich dann aneignet, wenn man sich die andere, nämlich die zu krasse Süße, abgewöhnt hat. Die kommt dann über normale Lebensmittel. Das macht Sandra schon. Aber die Kalorien holst du sich dann schön mit dem Käse und Trauben. Genau. Also ich sage ja nicht, dass es wegen Kalorien war oder so. Ja, sondern für mich war es einfach dieser Processed Sugar, der mich quasi nicht reizt. Ich mag es auch nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Mir brennt der Mund. Nüsse. Also ich glaube ja gerade so über diese Snacken mit Nüsse, mit Früchten, glaube ich, dass der Kaloriengehalt sich wahrscheinlich total die Balance hält. Also keine Diskussion darüber. Aber ebenso das Geschmackserlebnis hat sich auch verändert. Und mir ist halt so eine, ich nenne es halt teilweise so chemische Nachspeisen, teilweise einfach wirklich zu süß. Das halte ich quasi im Mund nicht mehr aus. Und deswegen kann ich es euch nur raten, echt mal auszuprobieren. So ein paar Wochen ohne Zucker, es verändert tatsächlich das Geschmackserlebnis im Mund, aber ins Positive. So eine, ja, Früchte, Beeren gerade so, das sind so echt dann Fruchtexplosionen. Und das Erlebnis würde ich jetzt nicht mehr missen wollen. Ja, kann ich nur bestätigen, bei mir ist es genauso. Wenn meine Lieblingssüßigkeit ist, Trockenpflaumen und Mandeln zu zerkauen, dann sind wir auch noch bei einer Frage, nämlich kann man statt der Cashewkerne in deiner Bowl auch Mandeln nehmen? Ja, also auf alle Fälle. Ich nehme das, was ich gerade daheim habe, also Mandeln, Cashewkerne, gerne auch mal Hanfsamen, also alles, was euch da taugt. Also für mich ist die Basis ganz klar die Banane, es soll was Grünes rein. Ich habe heuer selber Mangold wieder angebaut gehabt im Garten. Dann ist es halt nicht Spinat, dann ist es Mangold. Also ich mag halt einfach gerne was Grünes. Es verändert ja im Geschmack nicht viel, aber trotzdem weiß ich halt, ich tue mir nochmal was Gutes. Und dann eben Nüsse rein oder auch mal nicht, keine Nüsse rein, Haferflocken oder auch nicht. Irgendwelche Samen dazu. Also da ist euch echt, ja, vollste Freiheit und Kreativität, was euch halt da gerade so einfällt und was die Küche hergibt. Deine hat jetzt alles geboten. Ja, aber man muss natürlich nicht so viel Zutaten da haben. Deswegen, wenn jemand keine Cashewkerne braucht, auch die Frage, wird es dann genauso cremig? Da kann ich euch sagen, legt einfach die Mandeln, geschälte Mandeln, eine Nacht in ein sehr sauberes, schönes Wasser ein. Einfach im Schraubglas, im Kühlschrank aufbewahren. Und dann mixt ihr das eben entweder mit dem Wasser oder ohne dem Wasser. Dann wird es ganz genauso cremig. Wir brauchen einfach Fett. Ne? Also Fett, dann schmeckt es. Ja? Und wir brauchen es auch als einer der höchsten oder der höchste Energieträger überhaupt. Und das macht das Ganze natürlich so lecker und so rund. Und daher müssen eben die Nüsse rein. Wer keine Nüsse mag, kann natürlich Samen oder Saaten nehmen. Also auch hier wieder Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne oder. Das könnt ihr dann so machen, wie ihr wollt. Ich glaube, wir haben einige Leute da draußen, die noch nicht ganz mitgekommen sind. Ich wiederhole jetzt einfach nochmal, was wir getan haben. Ich glaube, die Bowl, da machen wir jetzt einen Haken. Und gehe nochmal auf die Putenbrust ein. Also wir haben die
Putenbrust sozusagen in dem Rub gewälzt. Also wir haben den Rub hergestellt aus den Sonnenblumenkernen, die wir geschreddert, gemixt oder eben irgendwie möglichst zerkleinert haben mit den Kaffee-Limettenblätter und mit Curry. Und das Ganze haben wir dann wie eine Panade, quasi wie so Semmelbrösel, ja, haben wir hier die Brust drin gewälzt und haben dann, die Brust in einen Vakuumbeutel gegeben, vakuumiert oder beziehungsweise in so einen Zipperbeutel gegeben und hier ans Glasrand geklemmt und haben diese hier rein versenkt. 71 Grad hat dieses Wasser. Es geht nicht ums Grad genau, aber wenn man Kochbücher schreibt, da muss man auch gucken, dass möglichst wenig Fehler zu Hause passieren. Deswegen 71 Grad, wenn ihr 72 oder 68 habt, das funktioniert auch. Nur aus sicherheitstechnischen Gründen muss ich euch einfach sagen, die Hühnchen und Geflügelteile brauchen einfach mal ein paar Minuten bei 71 Grad und zwar auch im Kern. Ja, ganz wichtig, damit mögliche Themen eben nicht mehr da sind, die uns zu schaffen machen. Deswegen 71 Grad, da sind wir 1 Grad über dem Soll, dann ist auch alles sicher und wir können uns wieder abschalten und da keine Bedenken mehr haben. Das läuft also nebenher, diese Brust muss ich gar nicht so direkt auf die Uhr schauen, aber ich habe es natürlich im Rezept. Es hat ein bisschen was natürlich mit der Größe zu tun, wir haben das verkleinert. Aber es ist einfach eine tolle Sache, weil ihr könnt es vorbereiten, es ist total stressfrei, es ist lecker. Ja, und das ist das, was wir bei der Putenbrust gemacht haben. Der Manu sagt euch nochmal schnell, wie er was beim Gemüse gemacht hat und was er dann beim Cashew-Parmesan getan hat. Genau, am besten ich zeige es euch. Ich hole schnell das Gemüse raus aus dem Ofen. ja, Gemüse geschält, Karotten, ich glaube, zum Schälen brauche ich nichts dazu sagen, jeder weiß, wie man Karotten schält, hoffentlich. Ja, wir haben Karotten in eine einigermaßen appetitliche Form geschnitten, mundgerecht natürlich. Unsere Süßkartoffel geschält und in Streifen geschnitten, die sind jetzt nicht unbedingt mundgerecht, aber man kann es schön anrichten. Ja. Unsere gelbe Beete, wie gesagt, nur mit Rapsöl, kein Olivenöl bitte hernehmen, weil wir da im Ofen auf 180 Grad sind und da macht sich Rapsöl einfach etwas besser, ja. Ich mache das Gemüse auch super gerne und habe da tatsächlich den Sellerie für mich auch entdeckt. Ja, der schmeckt ganz anders. Das ist genial, den kennt man doch eigentlich nur so aus den Suppen oder Eintöpfen, aber der Sellerie am Backblech, im Ofen oder auch am Griller im Sommer, ja, das sorgt echt immer wieder für Überraschung bei den Gästen. Ja, er kriegt eine ganz andere Geschmacksentwicklung. Die Süße kommt nach vorne. Ja, der hat nicht diesen, ich nenne es immer, pupsigen Geschmack. Das ist wie bei Blumenkohl, ne? Wenn dem zu Hause einer kocht, einen ganzen Blumenkohl, ne? Vati oder Mutti kommen nach Hause, die ganze Bude stinkt irgendwie, als hätte einer Blähung gehabt. Das passiert da nicht, sondern einfach Blumenkohl funktioniert genauso, Brokkoli funktioniert genauso, alles kleinschneiden. Das Einzige, was nicht geht, ist Blattgemüse. Ja, und der Manuel hat es natürlich alles noch so Sorten reingelassen. Ihr könnt das zu Hause mischen nach Lust und Laune. Genau. Rein in den Ofen, 180 bis 220 Grad, je nachdem, was euer Ofen so zu Hause kann. Da müsst ihr ein bisschen tarieren und dann circa 20 Minuten. Hängt natürlich von der Größe ab, wie es ihr geschnitten habt. Aber ihr seht ja jetzt im Bild, es ist etwa so Haselnuss, Walnuss groß. Ja. Aber klar, es geht um Oberfläche, um Größe und natürlich auch um Dichte. Deswegen Wurzelgemüse, also locker 20 Minuten und dann passt es. So, Cashew-Parmesan, 3 Zutaten, rein in den Mixer und dann habt ihr auch so eine Art Brösel und das streuen wir nachher drüber. Die Hefe gibt uns einfach Geschmack, der Cashew, die Cashewkerne, auch da kann man andere Nüsse nehmen, geben uns das Fett, wie wir es ja auch beim Parmesankäse haben und das würzt dann anschließend einfach unsere Speise. Hier wird eine Frage von euch gerade an uns gerichtet, ob das schlimm ist, wenn sozusagen die Putenbrust nicht 100% vakuumiert ist. A, hängt es mal von der Maschine ab. Diese Maschine kann 100% Vakuum, also das
technisch mögliche Vakuum kann diese Maschine. Es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es so kleine Handpumpengeräte, ja, und. Heimatgeräte, die können das nicht. Es ist besser, aber nochmal, für mich ist immer wichtig, wenn man beim zum Beispiel anfängt, irgendwie zu golfen oder Ski zu fahren, ich muss nicht gleich den besten Ski haben. Fang's ja mal an, ja, und wenn da jetzt ein bisschen Luft drin ist, kein Problem. Es dauert einfach ein bisschen länger vom Garprozess und das Hühnchen oder was ihr da reingebt, kann man natürlich auch mit Karotten machen. Das bleibt nicht so ganz schön saftig, wie es bleibt und in Form, wenn man es hundertprozentig vakuumiert hat. Aber nochmal, es kann immer Steigerungen geben, da passiert jetzt nichts. Ihr müsst nur aufpassen, wenn Luft drin ist, dass es nicht oben schwimmt, ja, sondern dann etwas runterdrücken oder so ein Kuchengitter rein oder irgendwie einen Löffel drauflegen, sodass tatsächlich das ganze Päckchen unter Wasser ist. So, Petersilie haben wir noch zum Hauptgericht. Die haben wir kurz vorher gehackt, auch in einen Kuttermixer, was immer ihr für eine Maschine daheim habt. Und dann haben wir das mit dem Olivenöl gemixt und den anderen Zutaten. Und das war es dann eigentlich schon. Und auch hier könnt ihr sozusagen wirklich diese grüne Power immer wieder super in euren Speiseplan einbauen. Und da bringt es nichts, wenn man sich hier auf der Fensterbank so ein kleines Petersilientöpfchen hat und dann sagt, oh, das mache ich jetzt mal da drauf oder so. Das sind homöopathische Dosen. Sondern wirklich, kauft euch einen Bund Petersilie, wascht es, schleudert es von mir aus, nimmt die Stiele auch mit, schmeißt alles in den Mixer, Vollgas, ja, und dann mitessen. Schmeckt fantastisch, sieht super aus, funktioniert gut. So, ich hoffe, ihr seid mit dem Hauptgang so weit mitgekommen, seid dabei. Kann eigentlich nicht viel schief gehen. Zweimal mixen, einmal vakuumieren oder dreimal mixen, einmal vakuumieren oder eben einpacken und in das Wasserbad geben und die Wurzelgemüse in den Ofen. Das läuft. Jetzt würde ich starten oder wir mit dem Himbeergratin, mit der Himbeermasse und dazu brauche ich das Eigelb und den Zucker. Ich nehme jetzt hier Rohrohrzucker und das Eigelb und das verschlage ich jetzt hier schon mal. Und lasst bitte den Zucker nicht einfach auf dem Eigelb stehen und geht dann telefonieren oder bügeln oder so, auch bei anderen Tagen und Abenden nicht, denn der Zucker würde das Eigelb denaturieren. Zucker ist ein natürlicher Haltbarmacher, ja, und der lässt sozusagen also einen Konservierungsstoff und der würde das Eigelb zum Denaturieren bringen. Und je länger man das dann schlägt, desto heller wird das Ganze. Dann setze ich das hier auf dem Wasserbad. Das heißt also, ich habe hier einen Topf mit Wasser, da muss nicht viel drin sein. Wichtig ist, dass ich da einen Dampf erzeuge und in der Schüssel, es kann natürlich auch so eine ganz normale Schüssel sein, ja, die da drauf passt. So wird es dann quasi aufgeschlagen. Wir schlagen es warm. Ja, das muss gar nicht groß luftig und schaumig sein. Es geht darum, dass der Zucker sich auflöst. Und dann schlagen wir das Ganze mit dem Handrührbesen auch noch kalt. So, ich gebe die Vanille da rein. Also immer rühren. Die mache ich jetzt hier schon mit hinein. Ich habe jetzt frische Vanille, wenn ihr Vanillezucker nehmt, dann geht das auch, reduziert da einfach die Vanille. Wichtig ist, dass es echte Vanille ist, denn Vanille bringt uns in Stimmung. Richtig, Dimana? Ja, Vanille, heilsames Aroma mit sexy Nebenwirkung. Allein das Duft, das hilft gegen Stressbewältigung, weil Vanille stimuliert die Produktion von Serotonin. Und Serotonin ist das Glückshormon. Also zusammenfassend, Vanille macht happy. Und Vanille ist Aphrodisiakum. Nur ganz zusätzlich. Das heißt, ich kriege ja mein Vanille, mein Serotonin quasi bei jeder Powderabfahrt. Wenn ich jetzt nicht powdern gehe, muss ich mehr Vanille essen. Musst du definitiv mehr Vanille essen, mehr Basilikum. Ja, das sind gute, das stimuliert deine guten Launehormone. Von daher ist die Investition in echte Vanille definitiv sinnvoll. So, also ich schlage das hier und
bin eigentlich schon so weit, dass der Zucker sich aufgelöst hat. Ja, man kann da auch mal mit dem Finger reingehen, soll nur lauwarm sein und auf jeden Fall nicht zu heiß, sonst habt ihr Rührei. Ja. So, das reicht schon. Und wenn du das kalt schlagen magst mit der Rührmaschine. Da mit der Sahne, genau. Dann, oder? Mit dem da. Und dann können wir nämlich anschließend gleich die Sahne schlagen. So, wir rühren das also jetzt wieder kalt. Ich mache dir den Rand noch schnell sauber. Entschuldigung. Das ist ein Service. So. Und jetzt einfach mit dem Handrührgerät so lange rühren, bis es quasi wieder auf Zimmertemperatur ist. Also wir müssen es nicht total heiß schlagen und auch nicht eiskalt, geht ja nicht, sondern auf Zimmertemperatur. Und in der Zeit, wo Sandra das jetzt sozusagen schön schaumig und cremig schlägt, fülle ich schon mal die Himbeeren ein. Ich habe hier feuerfeste Formen vorbereitet. Ich habe hier tatsächlich Tiefkühl-Himbeeren. Und wenn euch oder der Familie die Tiefkühl-Himbeeren zu sauer erscheinen, dann könnt ihr gerne Zucker dazu nehmen. Wir brauchen es jetzt nicht hier, weil wir haben natürlich eine süße Gratinmasse mit dem Zucker schon. Aber wenn Kinder dabei sind, dann kann man ab und zu eben noch Puderzucker dazugeben. Ich mache das nicht. Wir schütten dafür lieber einen ordentlichen Schuss Schnaps da rein. Wir haben auch keine Kinder da. Wir müssen nicht mehr mit dem Auto fahren. Und dann nur ganz kurz ein-, zweimal durch. Ja? Ihr könnt das auch mit gefrorenen Himbeeren machen, weil die tauen dann quasi im Backprozess später auf. In deiner Küche ist es super. Da gibt es alles in vielfacher Ausfertigung und irgendwie... So, die Heinzelmännchen tauchen immer auf, räumen alles weg, waschen alles ab. Ach so, Manu ist es. Ja. Alles klar. Sorry. Wir leben das Prinzip der Großfamilie. So, ihr könnt natürlich muss ja dann auch putzen, so wie jetzt mit Nick. Auch hier frische Himbeeren nehmen. Jetzt gibt es noch aktuell welche, aber... Mit Tiefkühlhimbeeren funktioniert es super gut und super gerne. Okay. Könnt ihr das eben auch mit anderen Früchten machen. Ja, das passiert aber nichts. Ich glaube, das ist nochmal hinter den Kulissen. Wir können hier weiter quatschen. Ja. Mhm. Soll ich abschlagen? Das ist okay, hinter dann. Den Kulissen. Ja, sonst versauen wir uns da die Pinsine. Okay, ja, so machen wir es. So, ich wiederhole nochmal schnell. Ich habe Eigelb und Zucker und Vanille in eine Rührschüssel gegeben und wir haben das dann auf dem Wasserbad quasi warm geschlagen, ja, damit sich der Zucker auflöst. Dann hat Sandra das für mich weiter quasi kalt geschlagen, also auf Zimmertemperatur, damit es schön luftig und schaumig ist. Und der Manu macht uns jetzt noch die geschlagene Sahne. Und bei der Sahne ist relativ einfach. Das macht ihr wie schon gelernt und geübt. Ja? Einfach Sahne schlagen, nicht zu steif, keine Butter schlagen. Und das heben wir dann unter und verteilen das quasi hier auf unsere Himbeeren. Und dann ist der ganze Schuh schon fertig. Ein kleiner Tipp am Rande, bevor ich das nochmal wiederhole. Ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr diese Masse vorbereiten wollt, dann fügt ihr genau auf das Rezept 1 bis 2 Blätter Gelatine in die warme Masse, bevor ihr es kalt schlagt, also bevor ihr die Eier quasi wieder runter temperiert mit dem Schlagen und zieht dann später die Sahne unter, was wir auch machen, dann könnt ihr es kalt stellen und hält es auch, könnt ihr es 2-3 Tage vorbereiten. Also Eigelb, Zucker, Vanille auf dem warmen Wasserbad, auf dem heißen Wasserbad warm aufschlagen. Mit dem Handrührgerät oder mit einer Küchenmaschine wieder hier schön cremig schlagen. Das seht ihr hier, ja, wie toll cremig das ist. Und Sahne aufschlagen, untereben. Die Himbeeren, wir haben Tiefkühlhimbeeren genommen. Wir haben aber auch frische da. Aktuell gibt es noch welche. Egal welches Format, ihr könnt hier quasi die Himbeeren
auch zum Teil mischen. Ihr könnt frische nehmen oder auch tiefgefrorene. Oder natürlich andere Früchte, Ananas, Mango, was immer. Dann bringt ihr das hier alles schön flach in diese feuerfesten Formen. Und dann wird die Gratinmasse da drauf gegeben. Und dann werden wir das bei Oberhitze, Umluftgrill. Willst du das jetzt noch unterheben? Wunderschön. Du kannst schon reinschubsen, die Sahne, oder ich schubse das da rein. Sahne da rein oder das da? Wie du möchtest, wie du möchtest. Komm mir nur nicht zu nahe, ja, mit deinen komischen Corinna nicht ich haben. Ich mach das. Du hast doch nochmal jemanden im Ohr. Ja, ich hab einen Mann im Ohr. Das ist eine super gefährliche Schüssel, da die balanciert. Du kannst auch ruhig das Gummi nehmen, weil ja, das ist ja eh quasi mit beiden Sachen beschmutzt. Schmutz, sage ich schon. Jetzt gibt es ein anderes Wort für Schmutz, ist ja nicht beschmutzt. Also ich wollte jetzt diese Gummischaber sein. Ich wollte auch ein Gummischaber sein in der Sekunde. So. So, jetzt vorsichtig unterheben. Mach's mal da, ich gehe hier auf Distanz. Mach's mal hier, dann sieht man was. Genau. Schauen wir mal, ob der Timo da nochmal reinfilmen kann, damit man das mal sieht. Ah ja. So, jetzt haben wir eine schöne Masse, also unterheben, nicht unterrühren. Und jetzt geben wir das quasi über die Himbeeren. Die Mana, was gibt es zur Himbeer zu sagen? Was ist so richtig gut an Himbeeren? Was macht dieses Dessert so gut für uns, dass wir das mit Genuss und ohne jegliche schlechte Gedanken über die ein, zwei Kalorien, die da drin sind, später löffeln können? Auf keinen Fall. Wenn es Himbeeren drin gibt, dann muss man sich gar keine Sorgen machen, weil Himbeeren echte Superfood sind. Drin gibt es extrem viel Vitamin C für Beauty Skin. Und natürlich jetzt in der Corona-Zeiten, sag mal, ja auch für die Immunabwehr. Himbeeren liefern ja auch sehr viele Antioxidantien und haben ja auch sehr viele Pflanzenfasern, die ja auch sehr wichtig sind für unser Darmmikrobiom. Und für mich konkret sehr wichtig, wenig Fructose, weil Fructose ist zuständig für das Entstehen von Fettleber und allgemein je weniger, desto besser. Und trotzdem schmecken die aber süß. Perfekt. Besser also, kann es nicht sein. Wir müssen Himbeeren lieben. Ja, ja so, bitte. Ich habe jetzt sozusagen die Himbeeren und die Gratinmasse schon dem Manuel dahingestellt, aber wir geben sie noch nicht drüber. Nur kurz vor dem, dass wir das Ganze in den Ofen geben, kommt die Masse drüber, damit das noch nicht so ineinander verfließt, und schaut, dass ihr die Gratinmasse dann später auch schön mit einem Löffel gleichmäßig verteilt. Gerade bei frischen Himbeeren, denn frische Himbeeren haben ja oft noch so kleine Härchen da oben drauf. Und wenn ihr die dann in den Ofen stellt, ohne dass das schön benetzt wurde mit der Gratinmasse, dann verbrennen die. Und das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt sind wir eigentlich schon ganz schön gut weit, ne? Was sagt denn unser Gemüse? Ist es schon fertig? Gemüse haben wir angeschaut, ist soweit fertig. Wir haben jetzt den Ofen ausgeschaltet. Daheim ist es natürlich nicht so, dann würden wir jetzt das Gemüse rausnehmen, da wir dann später die Gratinmasse in den Ofen stecken. Mhm. Wir können sie auch hier gerne mal rausnehmen und uns die mal angucken. So. Ist auf jeden Fall herrlich Farbe mit dabei, was auch sein darf. Also auch ein bisschen, wie soll man sagen, Röstaromen dürfen nie fehlen. Und so können wir das eigentlich dann später anrichten. Ja? Und dann bis dahin lassen wir sie einfach etwas. Dann misch es doch durch, dann richten wir hier schon an. Das Hühnchen ist ja auch so weit. Und dann machen wir das Gericht auch fertig, weil die gratiniert nicht mehr brauchen, nachher im Ofen nur noch 3 Minuten. Das heißt, das kann man tatsächlich dann machen, wenn man sie genießen will. Kurz davor reicht vollkommen aus. Also wenn ihr das Gemüse rausnimmt aus dem Ofen, den Ofen auf Umluft, Oberhitze, Grill stellen oder eine Grillfunktion, wenn ihr die habt,
Ja, denn die brauchen einfach Oberhitze, damit es nachher schön gratiniert. Okay, dann stellst du mir die da, ups, da bitte her. Ja. Und den Cashew-Parmesan, der würde ich schon einen Teil drunter mischen. Ich muss ja naschen, magst du auch mal naschen? Oh ja, da brauchst du mich nicht zweimal fragen. Mhm. Super lecker. Ich mache schon ein bisschen, ich mische schon ein bisschen von dem Parmesan da drunter. Und wenn du noch Petersilie hast, hast du noch was an deinem Messer da? Fummel das mal da rein, dann machen wir da Resteverwertung. Dann schaut es auch richtig, richtig schön aus. Könnt ihr jetzt hier auch in der Kamera nochmal sehen. Kann der, ich wieder. In der Kamera könnt ihr das jetzt sehen. So, ja, so soll es schön ausschauen. Ja, und das ist richtig, richtig fein und lecker. Mir würde jetzt noch die Schärfe fehlen. Ja, daher sage ich natürlich an, wie es heute gegessen wird. Ich nehme also einfach hier noch eine frische Peperoni. Oder ihr nehmt ein bisschen Pfeffer. Kannst du mir ein bisschen Pfeffer aus der Pfeffermühle noch drüber malen? Schätz mal, schwarz. Ja, also das könnt ihr natürlich, wie ihr es am liebsten mögt, quasi. Und ich sehe, Sandra mag auch scharf, von dem er uns passt. So, dann mischen wir das schön durch. Und das alleine wäre für mich schon ein Hauptgericht. Ja? Also das alleine ist schon für mich eine total volle Mahlzeit. Wer mag, kann da ein Spiegelei dazu nehmen oder ein Stück Tofu oder einfach eine leckere Cashewcreme. Und dann ist es ganz wichtig, 85% sollt ihr pflanzlich essen. Meine Empfehlung an euch. Und nicht nur meine, sondern auch von der renommierten Lancet-Studie. Auch darüber berichte ich in meinem Buch. Also den Teller richtig voll machen, da könnt ihr euch richtig satt dran essen. Ich stelle das jetzt mal daher. Nehmen wir das auf die Seite. Und hole mir jetzt hier mein Geflügel raus. So schaut es aus. Und ich kann da natürlich auch gleich mehr machen und das in der Küche auskühlen lassen, in den Kühlschrank legen, morgen oder in 3 Tagen mir irgendein leckeres Club-Sandwich machen, als Aufschnitt dünn runterschneiden, als Würfel und so weiter. Also wir haben das Gemüse auf den Teller gegeben, schön gewürzt und schneide jetzt hier den Beutel ganz oben auf, da wo die Schweißnaht ist. Und wenn ihr das im Vakuum macht und ihr habt zufälligerweise eine Vakuummaschine, dann könnt ihr die immer wieder verschweißen. Das heißt, viele schneiden hier unten oft auf, nein, immer ganz weit oben aufschneiden. Ja, und dann könnt ihr es jederzeit, alles was übrig bleibt, wieder verschweißen und dann eben lange haltbar machen. Mama und Papa lassen grüßen. Kommen Sie mit oder schauen Sie nur zu? Ich finde es toll. Haben deine Frage die Antwort gut umgangen? Ja, genau. Also ich schneide das jetzt hier auf in Scheiben, aber das könnt ihr natürlich zu Hause machen, wie ihr wollt. Aber so schaut es schon ganz gut aus. Und jetzt brauche ich die Petersilie, die kannst du da drauf geben. Sandra, also das sieht so gut aus, ich kann gar nicht mehr reden, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Was war der Punkt, wo du gedacht hast beim Freeriden, scheiße, jetzt muss ich Vati und Mutti, werde ich wohl so schnell nicht mehr wiedersehen? Also den Augenblick hatte ich tatsächlich noch nicht und den will ich auch nicht. Und hätte ich ihn gehabt, würde ich ihn jetzt nicht sagen, nachdem ich weiß, dass meine Eltern zuschauen. Also nee, den gab es tatsächlich noch nicht. Es gab schon ein paar so extreme Situationen. Ich glaube, du willst dir immer Bilder im Kopf entstehen lassen. Ich glaube, eine der spannendsten Situationen war, als ich an einem Grat, der weniger breit als dein Küchenblock ist und ungefähr nur ein Drittel so lang ist, aus dem Helikopter gestiegen bin oder rausgesprungen bin
und dann auch noch meine Ski anziehen musste. Da musst du halt einfach wirklich auf den Punkt auch funktionieren. Und da musst, halt, da musst du die Gedanken komplett ausblenden und wirklich nur mehr im Moment sein und Schritt für Schritt. Und ich glaube, das sind so die spannendsten, die größten Herausforderungen gewesen. Also der Moment, vor allem bis zum Ski anziehen, weil dann, wenn ich die Ski anhabe, dann bin ich wieder viel ruhiger. Das kenne ich. Früher war das bei mir bei Kochjacken. Sobald ich Kochjacke anhatte, war ich in meiner Ritterrüstung. Kein Thema. Aber, also mir ist heute auch gleich besser gegangen, als ich die Kochschürze vom BMW Bank Drivers Club angezogen habe. Da habe ich mir gedacht, jetzt kann ich neben dem Holger kochen. Ja. Vorher habe ich mich so ein bisschen hilflos gefühlt in deiner Küche. Aber mit Kochschürze war ich dann gleich ein bisschen besser gedresst. So eine Rüstung. Man fühlt sich einfach sicherer, kann ich durchaus nachvollziehen. Und ja, wurdest du so angstfrei erzogen oder ist man so geboren oder was ist los mit euch? Ja, also was passiert in eurem, was geht in eurem Kopf ab? Ich glaube, ich bin tatsächlich, also es ist, glaube ich, echt eine super spannende Frage, die habe ich mir jetzt schon ein paar Mal selber gestellt und sie wurde mir auch immer wieder gestellt. Ich glaube, ich wurde eigentlich eher das Gegenteil. Also die Mama ist eher so die ganz Vorsichtige und sehr, sehr bedenkend bei allem. Ich glaube, ich habe einfach gedacht, ich muss einfach immer das Gegenteil probieren. Und für mich ist nach wie vor die größte Motivation, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann ist es für mich immer noch nach wie vor eine riesengroße Motivation. Und es zieht sich irgendwie so durch, dass ich mir immer meinen eigenen Weg versuche zu bauen. Das spiegelt sich auch im Kochen wieder. Also Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen, eigene Wege zu gehen. Zwar deine Rezepte aus dem Buch habe ich auch schon probiert. Habe dich auch immer fleißig getaggt, weil ich mir dachte, so, das könnte jetzt dem Holger taugen, was ich heute da koche. Also ich wurde, glaube ich, sehr offen erzogen, aber dieses Thema Mut und angstfrei, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich angstfrei bin. Ich bin aber nur sehr offen für Herausforderungen. Offen für Herausforderungen. Also, liebe Leute, seid offen für Herausforderungen. Passt trotzdem gut auf euch auf. Ne, wenn ihr aus dem Helikopter springt oder so, ja, denkt immer dran, es springt sich einfach besser aus dem Helikopter, wenn man eine Schürze anhat. Oder gut gefrühstückt hat, genau. So, also ich bediene mal unsere Gäste. Das ist jetzt deine Show weiterhin. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, unterhalt mal ein bisschen die Gäste. Ich muss nämlich hier servieren, ja, aber auf Abstand, selbstverständlich. Also Holger serviert. Ich freue mich auf den Winter und hoffe, dass ganz viele auch, die jetzt zusehen, sich mit auf den Winter freuen. Ich glaube, wir werden einen sehr spannenden Winter haben in den Alpen. Ich persönlich werde sehr viel Skitouren gehen. Ich habe auch ein großes Skitourenprojekt, wo ich in, glaube ich, weniger als 10 Tagen, ich glaube, da muss ich mir Food Prep auch nochmal ordentlich zu Gemüte führen, wo ich in weniger als 10 Tagen 10.000 Höhenmeter gehen werde. Und wir uns natürlich dementsprechend ordentlich ernähren müssen, um dann auch unsere Höhenmeter zu bewältigen. Von dem her freue ich mich auf den Winter. Ich weiß zwar nicht, ob der Holger mit mir eine Skitour geht, aber ich bin mir sicher, dass ich einige aus dem BMW Bank Drivers Club heuer noch auf Schnee sehen werde. Auch da kommt noch was Spannendes auf uns zu. Und genau. Oh, Skitour geht doch bergauf, ne? Ja, also das ist okay. Du bist dann derjenige, der Skitouren hochgeht, ja, und dann mit der Gondel runterfährt. So in der Art. Also ich würde schon runterfahren, aber nicht deine Pisten. Ne? Also ich, das würde ich schon machen. Aber ja, ich, auch anpassen. Du, nur so, wenn du mit mir eine Skitour gehst, ich weiß nicht, was du alles noch nebenher machst, weil ich brauche ein bisschen... Bisschen länger. Würde ich echt gerne mal machen. Ich habe auch einen Freund, der macht das und da war ich ganz erstaunt und habe dann gesagt, wieso gehst du Bergtouren? Ja, ich war bei den Gebirgsjägern und so. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. War unfassbar anstrengend. Ist das so oder ist das eher... Also Skitouren gehen ist definitiv nichts Schweres, oder, weil du suchst dir das Tempo aus. Also zum einen gehst du so schnell, wie du gehen willst. Natürlich gibt es ganz viele Levels auch beim Skitourengehen, da ist ja jetzt auch das große Thema der alpinen Gefahren, sobald ich mich halt wirklich ins alpine Gelände bewege, also abseits der gesicherten Pisten, da wo ja Skitouren am natürlichsten auch stattfindet. Aber jetzt vom Anstrengungsgrad ist es eigentlich Spazierengehen auf Schnee. Natürlich kommt es darauf an, in welcher Höhenlage wir starten, aber wir müssen ja nicht gleich auf 3000 Meter starten, sondern gerade so bei uns in den Alpen, startest bei uns in den Tälern, startest mit mir in Gastein irgendwo auf 800 Höhenmeter und dann schaffen wir das schon. Aber wie gesagt, du kannst da mit der Gondel runterfahren. Also gut, wenn du nicht allen Menschen verrätst, wie peinlich ich unfit bin, ja, also mit dir quasi zusammen, dann treffen wir uns bei der Skitour, okay?
Passt. Aber hab Geduld mit mir. Ja? Okay. Okay, so abgemacht. Wie du in deiner Küche. Also der Deal steht, der Deal steht. So, also unser Hauptgericht ist angerichtet. Wie geht's euch denn zu Hause? Seid ihr auch gut im Rennen oder habt ihr euch schon ein Pizzataxi bestellen müssen? Sehr glücklich, höre ich gerade, das hoffe ich, denn wir sind jetzt so weit, ja, dass wir die Himbeeren quasi jetzt benetzen. Das macht der Manuel mit unserer Gratarmasse und wird die dann ganz wunderbar goldgelb gratinieren. Und ihr dürft dazu natürlich ein Eis eurer Wahl, wenn ihr denn eins zu Hause habt, essen. Ja, das kann man dazu servieren. Ja, wir haben hier Eismaschinen, aber wir wollten euch jetzt auch equipmenttechnisch nicht überfordern. Ihr könnt aber auch ein tolles Parfait dazu machen. Immer wieder lecker, also was Warmes und was Kaltes zieht sich ja immer an. Wer das nicht zu Hause hat, der schnappt einfach nachher seinen Teller, geht raus an die frische Luft, da ist auch kalt und dann habt ihr ein warmes Dessert und eine kalte Umgebung. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Ding. So, schön benetzen, ganz sauber benetzen, dass die Himbeeren da alle schön was abbekommen haben. Und die Sandra erzählt uns noch was vom Filmemachen. Vom Filmemachen? Ja, da glaube ich, habe ich, also ich habe ja nicht Filme machen gelernt. Ich habe ja Sport- und Trainingswissenschaften studiert in Salzburg und bin 2008 dann in einem ersten Freeride-Film mitgefahren. Ich war so motiviert aus den ganzen Filmen aus Amerika und blauäugigst, ja, war ich dann diejenige, die gesagt hat, so, jetzt mache ich halt meinen eigenen Film. Ich dachte, ich kann ja mal einen Kameramann organisieren, ich kann ja auch Mädels organisieren. Also ich habe tatsächlich 2010 dann den ersten europäischen All-Female-Freeski-Film gemacht. Tatsächlich Learning it the Hard Way, war aber dann so motiviert, dass ich darauf meine eigene Produktionsfirma mit Shades of Winter gegründet habe und jetzt mittlerweile insgesamt 10 Filme in unterschiedlichsten Längen, 5 Minuten bis hin zu 94 Minuten, seit quasi ja, 10 Jahren produziert und ich liebe es. Also ich liebe die Kreativität, im Konzept erarbeiten, im Storyline erarbeiten, die Herausforderung, die eine Produktion auch mitbringt, die beim Funding anfängt, also welche Sponsoren bringe ich an Bord, wie finanziere ich das Projekt, bis hin dann in der Produktion am Schnee. Also es ist schon so eine, ich habe das Gefühl, wir Skifahrerinnen dürfen dann halt auch so der Pinsel auf dieser weißen Leinwand sein. Also gerade das Spiel mit Schnee, Licht, Schatten, Felsen, Bäumen, das ist so eine ganz, ganz andere Art von Kreativität, die ich da entdeckt habe. Und natürlich auch die Geschichten erzählen, die dahinter stecken. Und gerade mit Shades of Wind habe ich mir halt auch das Ziel gesetzt, ganz vielen Mädels, ganz vielen weiblichen Athletinnen die Plattform zu bieten. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß. Aber wie stelle ich mir das praktisch vor? Fährt immer ein Kameramann mit? Du hast wahrscheinlich irgendwo was auf dem Helm? Oder also ihr müsst quasi parallel fahren und der eine filmt und der andere... Nee, also wir haben eine Kameracrew dabei, das ist entweder mal ein Filmer oder auch mal drei Filmer. Das heißt, die müssen auch wirklich gut berggängig sein. Die haben auch das Equipment mit, also wir filmen natürlich jetzt nicht nur mit GoPro, die am Helm sind, das ist so eine Zusatzperspektive. Du hast ja auch ganz viele Perspektiven in deinem Studio, wir haben viele Perspektiven am Berg. Also einer, die vielleicht von gegenüber filmt, einer, die von der Seite filmt und dann noch eben eine Helmkamera zum Beispiel. Es ist ganz viel Absprache oder ganz viel Teamarbeit. Also du kannst gut Skifahren und der Filmer kann möglicherweise nicht gut filmen oder er filmt gut und du fährst nicht gut. Also es ist ganz viel Teamarbeit und es ist ganz viel Vorbereitung, ganz viel Kommunikation auch, damit da dann quasi diese wirklich geilen Bilder, die dann alle irgendwie motivieren und uns inspirieren. Das ist ja auch das, warum ich es mache. Also ich sage immer so, eure Inspiration ist meine Motivation. Also wenn Leute geil finden, wenn wir geile Bilder abliefern, im Film oder eben auch auf Fotos, die andere dann wieder motivieren, nach draußen zu gehen, das ist für mich so, dass deswegen mache ich es. Ja? Also deswegen teile ich es ja auch, weil es mir taugt, wenn andere dann sagen, hey, das ist geil, da ist die Sandra, wo ist die gerade? Ah, das ist cool, da könnte ich auch mal hin. Ich bin ja auch kein Fan von Secret Spots. Ja? Ich denke mir jetzt immer so gerade als Profi, wo ich davon lebe, ja natürlich sage ich jedem, wo ich gerade fahre, ich kann dann nicht immer sagen, Secret Spot, I don't tell you. Das wäre ja total unfair. Deswegen bin ich auch diejenige, die immer ganz breitwillig auch erzählt, wo ich gerade bin und weiß aber auch, dass das Ganze schon noch einen wichtigen Faktor hat und jetzt auch beim Filmemachen, nämlich die Seiten zu erzählen, die halt wichtig sind. Das ist Thema Sicherheit. Also
Gerade wenn man draußen im Gelände ist, gibt es ein Risiko, es gibt ein Restrisiko für Lawinen, das kannst du nicht ausschließen, du kannst es nur mit gutem Risikomanagement minimieren. Das heißt, Ausrüstung alleine hilft nicht, ich muss mich mit der Ausrüstung auskennen, ich muss ein gutes Team rund um mich haben, ich muss schon wissen, warum ich was tue und oder was ich auch tue und wie ich es tue. Und deswegen immer ganz wichtig, das Thema Sicherheit auch mit zu kommunizieren und auch für alle anderen, die jetzt quasi so in den Startlöchern stehen, wie ich auch jetzt vor dem Winter, einfach immer wieder gut sicher nach Hause kommen und vor allem ja, irgendwo auf eine gute Hütte einzukehren, ist dann halt einfach nochmal so ein ja, netter Tagesabschluss und da ist es vielleicht einfach okay, mal aufs Bauchgefühl zu hören und irgendwo nicht reinzufahren. Also klingt super spannend. Ich finde es Wahnsinn, dass man so zwei, drei Dinge aufeinander, aber das ist beim Kochen sehr, sehr ähnlich. Aber ich plädiere auf jeden Fall natürlich für eine planetengesündere Ernährung, damit du weiterhin Schnee hast und ihr weiterhin Schnee habt, damit ihr weiter da filmt und nicht mir meinen Platz hier streitig macht am warmen Herd. Aber jetzt haben wir mit Sicherheit noch einige Fragen vielleicht. Gerne also die Fragen an uns richten. Manuel hat quasi jetzt schon die Himbeeren aus dem Ofen geholt. Die könnt ihr euch auch mal anschauen. Und wenn ihr die zu Hause auch schon so weit habt und so schön habt, dann könnt ihr natürlich den Fragen und Antworten lauschen und dabei lecker genießen. Und wenn ihr noch Himbeergeist über habt, dürft ihr natürlich auch gerne Schnäpschen dazu nehmen. Weil das Stichwort Skihütte gerade lief. Ja, das sieht schön aus. Gibt es noch Fragen da draußen an uns? Okay, die haben alle den Mund voll und die Hände voll zu tun da draußen. Keine Fragen. Hast du Fragen? An dich. An mich, an die Welt, ganz viele Fragen. An Papa und Mama, die sind da. Die sind wahrscheinlich die, die das Erste eingeschaltet haben und das Letzte ausschalten. Nee, ich glaube, es ist super spannend. Ich glaube, dass es ganz viel Potenzial hat, auch gerade so Ernährung, Sport. Und viele ja immer fragen, wie funktioniert das? Und ich glaube, so gerade so, sich wirklich bewusst auch der Ernährung oder sich der Ernährung bewusst zu sein, was man isst, das ist ja extrem wichtig für dich, das ist auch extrem wichtig für mich und es muss nicht immer kompliziert sein, nur wenn man gesund essen will. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ich halt die letzten Jahre immer mehr und mehr verfolgt habe und wo ich immer mehr bestätigt auch kriege, hey, es geht einfach so einfach, du musst halt nur ein bisschen offen sein, kreativ sein, was man alles ausprobieren und damit kannst du halt auch was Gutes tun. Und ja, wenn du den Winter angesprochen hast, natürlich, ich freue mich auf einen mega guten Winter, hoffentlich in den Alpen. Werde so wie alle ganz viel in den Alpen Skifahren, hoffentlich. Genau. Ja, ist perfekt. Also du hast wieder viele Stichworte genannt, nämlich unterm Brigant ist es eigentlich ganz einfach. Ich glaube, die Ernährung da draußen ist gerade so komplex für die meisten, weil das Angebot so unfassbar groß ist und weil natürlich immer wieder Überschriften gelesen werden. Also jetzt ganz viel Proteine und dann sehe ich Omis, wie die sich irgendwie flaschenweise irgendein Bio-Eiweiß kaufen. Denk mal, was machen die damit? Die brauchen noch Eigelb, um ihre Haare zu waschen. Und es gibt halt immer so viele News, dabei ist so vieles, und war uns so vieles schon vor 100 Jahren bekannt. Deswegen sage ich immer, mach es einfach, indem du schon mal deinen Warenkorb minimierst. Ja, du brauchst nicht immer alles und das Neueste probieren und noch was dazu nehmen und noch was dazu nehmen. Wie du vorhin gesagt hast, hier gibt es viele tolle Dinge. Na klar, wir machen es beruflich. Aber manchmal ist es ja auch die sozusagen diese Masse, die uns überfordert. Ja, da sage ich immer, die Leute stehen quasi im Wald und sehen die Bäume nicht mehr. Ja? Und so ist es bei der Ernährung. Einfache Dinge, ich glaube, wir haben hier echt ein super schönes Menü jetzt vorgegeben oder eine tolle, auch Einzelspeisen. Und ja, man kann es schaffen und man muss wirklich nicht viel haben, man braucht nur diese Überwindung und man braucht natürlich ein Stück weit Organisation in seiner Küche und in seinem vor allen Dingen Einkauf, also optimierte Einkaufsverhältnisse schaffen. Ja, vielleicht nicht jeden Tag irgendwie durch den Supermarkt, sondern lieber alle 10 Tage einmal mit einer Liste
mit dem Gedanken, was mache ich damit, und den Warenkorb dann tatsächlich runterbrechen auf Minimum, was ich wirklich brauche. Und wenn ich das eben so bunt gestalte wie wir jetzt, dann habe ich sowieso alle Mikro- und Makronährstoffe, die ich brauche, und dann wird alles gut. Die erste Frage, wie lange müssen die Himbeeren in den Ofen? Ungefähr 3 bis 6 Minuten. Ja. Aber bitte, wenn ihr das 10. Mal macht, ja, also 10 Mal die Zeit stoppen, währenddessen ihr davor steht und guckt, ja, das geht ganz rasant. Bleibt also bitte dabei stehen, macht das Licht im Ofen an, ja, und schaut da rein, also macht nicht immer die Klappe auf, sondern schaut durch die Glasscheibe rein, ja, und dann wenn ihr das 10 Mal wiederholt habt, immer derselbe Vorgang, dann wisst ihr genau, das dauert 2 Minuten oder 6 Minuten oder irgendwas dazwischen, und dann ist es fertig. Wenn ihr das mit Tiefkühlhimbeeren macht, also quasi tiefgefrorenen Himbeeren, die noch gefroren sind, dann müsst ihr die Temperatur ein bisschen reduzieren oder eben das sozusagen Blech mit den Tellerchen etwas weiter unten im Ofen, dass es ein bisschen länger dauert, bis es gratiniert ist. Wenn die Himbeeren schon aufgetaut sind oder frische Himbeeren, dann könnt ihr es natürlich ganz oben reinstellen und ganz schnell gratinieren, dass es eine schöne goldbraune Farbe nimmt, und das war's. Und welchen Wein wir dazu trinken? Naja, das sind natürlich 3 Gerichte, aber da ist ein Stichwort gefallen, wir sollten auf jeden Fall Wein dazu trinken. Also, ich würde auf jeden Fall zum Dessert einen Süßwein, zu einem Süßwein tendieren, fange ich mal von hinten an. Warum? Weil süß und süß hebt sich auf. Ja? Wenn ihr also ein süßes Dessert habt und jetzt den Himbeergeist dazu trinkt, dann macht es natürlich ziemlich großen Bäm im Mund. Das kann man machen, aber passend dazu würde ein Süßwein. Zum Hauptgericht geht ein leichter Rotwein oder leicht, was heißt ein leichter? Ein Burgunder eher als ein Bordeaux, also ist ein Gericht, helles Fleisch und so weiter, geht aber natürlich auch genauso gut mit einem Weißwein. Und zwar ein Weißwein, der auch so leicht süßlich noch ist, ja, also kein süß ausgebauten, sondern natürlich einen trocken ausgebauten Wein. Ja, aber ein deutscher Weißwein würde hervorragend dazu passen. Warum? Weil auch die Karotten, die Süßkartoffeln, eben diese Süße ab, auch hier spielt es sich immer wieder gut, mit denselben Aromen zu spielen. Wenn ihr da jetzt so einen total trockenen Franzosen dazu nehmt, könnt es ein bisschen knacken, ja, funktioniert aber auch. Und zu Sandras Bowl würde ich mal sagen, ist es eher so ein heißer Kakao mit einem Schuss Rum. Ja. Kaffee oder Tee geht auch. Kaffee oder Tee geht auch. Ja, ja. Aber ich habe noch eine coole Ankündigung. Und zwar gibt es diese coolen Schürzen, also eine weniger, weil die nehme ich mit. Am 6. Dezember gibt es vom BMW Bank Drivers Club oder für den BMW Bank Drivers Club diese Kochschürzen. Mit denen kann man die 3 Gerichte von uns heute super einfach machen. Vor allem, weil es auch noch ein Kochbuch von dir dazu gibt. Als Gewinnspiel, also da einfach aufmerksam sein, BMW Bank Drivers Club auf Instagram folgen, und dann kriegt ihr da alle News mit, wann es die zu gewinnen gibt. Du signierst die auch noch, oder so? Schau. Wir signieren. Wir signieren die, es gibt ja 2 Stifte. Wir. Du darfst anfangen und schmeißt mir die Schürze rüber. Wir machen hier alles schön regelkonform. So sportlich meinst du? Genau. Und dieser Badge da drauf, der gefällt mir gut. Vielleicht kann ich nur so ein Badge gewinnen. Ich habe ja schon eine Schürze. Schürze hast du schon. Diesen Badge finde ich schon richtig gut. Kriegst du mal einen Stift? Und die erste Schürze. Danke. Und dann machen wir das so wie im Fließband. Auch ohne Sous-Chef können wir das ganz alleine. Das ist zu langsam. So, ihr Lieben, ihr seht ja, wir haben hier noch zu tun. Ihr habt sicher auch zu tun. Ihr habt Wein. Wir haben übrigens jetzt auch Wein. Und daher möchte ich von meiner Seite auf jeden Fall schon mal Danke für eure Zeit mit uns sagen. Und möchte mich natürlich beim gesamten Team, bei mir, von meinem und unserem Team bedanken und verabschieden. Und von euch auch. Die Mana, Manu habt ihr kennengelernt, aber auch hinter den Kulissen gibt es hier ganz viele Menschen. Die zeigen sich vielleicht gleich auch auf Abstand. Und Sandra, du darfst das Schlusswort machen. Ladies first und ganz am Ende. Von dem her vielen Dank an euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und folgt uns gerne
BMW Drivers Club, BMW Bank, Sandra Lahnsteiner, Holger Stromberg, alle Social Media Plattformen bedienen wir. Bleibt uns gewogen und von mir aus jetzt vielen Dank und ciao. Auch von meiner Seite her, schön, dass ihr mit dabei wart. Es war das erste Mal ein Event dieser Form. Ich hoffe, es waren ganz, ganz viele dabei. Dann wird es noch viele mehr Events geben in verschiedensten Formen vom BMW Bank Drivers Club. Ja, einen guten Winter wünsche ich uns allen, einen gesunden Winter und wir hören uns. Tschüss. Ciao.